So, willkommen zum zweiten Tag des Help 15.2. Der Stream kann es, glaube ich, nicht sehen. Wir haben eine Beteiligung von geschätzt 20. 65 Akkreditierten, die durch einen gewissen hohen Anteil durch Abwesenheit glänzen. So. Nichtsdestotrotz geht dieser Landesparteitag jetzt weiter. Und auch da erstmal für den Stream, der vielleicht die ein oder andere Diskussion im Vorfeld nicht mitbekommen hat. Es herrscht bei einigen Antragstellern der verständliche oder die verständlichen Bauchschmerzen, wobei das ist eigentlich ein SPD-Wort, das wollen wir hier nicht benutzen, Bedenken, ihre Anträge von einer solch ausgewählten Anzahl an Piraten zu verhandeln. Es gibt dafür halt mehrere Möglichkeiten. Man kann den Antrag zurückziehen, mit der Gefahr, dass er von jemand anders übernommen wird. Dann wird er trotzdem behandelt. Der Landesparteitag kann auch entscheiden, dass er einen Antrag stellt, den Parteitag zu beenden. Das ginge auch. Der würde dann halt behandelt und je nachdem würde dann entsprechend gehandhabt. Ich zähle nur Möglichkeiten auf, ohne Präferenz. Ja. Oder wir machen einfach weiter, wie es die Tagesordnung vorsieht. Das ist das, was ich machen muss. Und da ich das machen muss, beginne ich damit. Und der erste Antrag, der behandelt wird, ist der PRA04, freie Software, offene Hardware, bei öffentlichen Ausschreibungen. Und der Antragsteller ist der Jonas. Gut, ich gebe der Versammlung bekannt, wir haben einen neuen Ersatzprotokollanten bzw. eine Ersatzprotokollantin, die Nicole Staubus. Herzlichen Dank. So, stell deinen Antrag. Danke, Nicole. Ja, ich merke schon, die Stimmung ist hier doch eher, lass uns ruhig weitermachen und die Leute, die nicht da sind, haben halt Pech gehabt, das kann ich auch nachvollziehen und ja, dann, wenn ihr der Meinung seid, lasst uns das so machen, dann habe ich damit auch keine Bauchschmerzen. So, genau, dieser Antrag passt jetzt auch natürlich auch ein bisschen zum Kommunalwahlprogramm oder allgemein zur Kommunalpolitik. Es geht darum, in Ausschreibung der öffentlichen Hand soll als Ausschreibungsziel die freie Software und wenn möglich, wenn auch natürlich noch unrealistischer, offene Hardware genutzt werden. Es ist mir natürlich bewusst, dass gerade Letzteres seltenst der Fall sein wird, aber als Positionierung halte ich das für wichtig, dass wir da auch sagen, da kann die öffentliche Hand auch eigentlich eine Vorbildfunktion haben, indem sie da sagt, das möchten wir gerne auch in unseren Ausschreibungen verankern. Als Begründung außerdem auch noch zusätzlich, ich weiß nicht, ich habe da auch einen Link hinzugepackt, ich weiß jetzt nicht, wer den sich alles angeschaut hat, wir haben ja auch bei den vielen schönen Freihandelsabkommen unter anderem TISA und da gibt es auch Dokumente, die von WikiLeaks geleakt wurden, die, das ist ein bisschen Interpretationssache, aber die man, wenn man sie böse interpretieren will, aussagen, dass man das eben nicht mehr könnte in Zukunft, aber wir sollten uns da wir sollten sagen, das wollen wir so. Okay. Gut, Dankeschön. Wir kommen zum Meinungsbild. Ich hoffe, ihr habt alle eure Karten parat. Wer kann sich vorstellen, für den Antrag zu stimmen? Wer kann sich das nicht vorstellen? Das Meinungsbild ist überwiegend positiv. Wir kommen zur Aussprache. Gibt es Fragen, Verständnisfragen? Ja. Verständnisfrage. In welchem Wahlprogramm?
Der ist ja alternativ. Also, kleine formale Sache dazu. Es gibt ja noch den Antrag von Fredo und mir, jetzt quasi schon ein Wahlprogramm aufzumachen. Da wir den Antrag natürlich noch nicht behandelt haben, würde das jetzt hier keine Option sein, sondern stattdessen würde er in dem bestehenden Positionspapier dann eingefügt werden. Also wir haben ja beim letzten LPT ein Positionspapier auch zu technischen Themen aufgemacht und da käme es dann als Ergänzung rein. Okay. Ich glaube, es ist eine Frage. Guten Morgen. Ja, es ist tatsächlich eine Frage. Also die Frage ist nämlich, inwieweit wir das, was wir beim letzten LPT gemacht haben, also einen, wo ich dagegen war, einen kurzen, knappen isländischen Gedöns, jetzt wieder aufbauen sozusagen. Ja, also das betrifft das Programm, das betrifft auch Wahlprogramm. Das ist eine grundsätzliche Frage und vielleicht würde es gut tun, wenn wir, bevor wir zu diesen programmatischen Sachen kommen, nochmal kurz in uns gehen und uns überlegen, wie soll es denn jetzt sein? Was ist Programm? Was ist Positionspapier? Wie wird mit den Positionspapieren umgegangen? Das ist, glaube ich, das, was fehlt für einen sauberen Aufbau. Dem kann man ja zustimmen, inhaltlich dem Antrag, aber das ist, glaube ich, erstmal die Frage, wo wir uns da einordnen. Das ist zwar eine Frage, aber nicht unbedingt eine Verständnisfrage. Also ist nicht gegen dich gerichtet, sondern einfach nur grundsätzlich. Wir sind da formal sehr gebunden. Verständnisfragen sind vorzuziehen. Das ist jetzt eher eine allgemeine Frage, aber man kann die auch als an den Antragsteller gerichtet sehen. Dann müsstest du jetzt antworten. Also ja, ich sehe das auch so. Zu der Verständnisfrage, ob da eigentlich nicht noch was vorangestellt werden müsste an Diskussionen. Ja, sehe ich eigentlich auch so, wobei die Diskussion ja aber in Teilen auch schon im Vorfeld des LPT, zum Beispiel in den Antragsmumbles, gelaufen ist und ich da so den Eindruck hatte, eigentlich wollen wir so diese Trennung Grundsatzprogramm mit den Visionen und Positionspapiere und oder Wahlprogramm, wie man das auch nennt, mit den detaillierteren Positionen. Man kann ja vielleicht auch nur ein Meinungsbild dazu machen. Bist du fertig? Ich habe eine Frage zu offener Hardware. Also, oder freier Hardware. Also mir ist klar, dass gewisse Hardware-Komponenten, teilweise auch schon auch Chips, eingebaute Bugs haben oder Dinge, die, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit verändern. Ich weiß, dass es da was gibt, aber was verstehst du jetzt unter freier Hardware? Ja. Also Begriff offene Hardware, freie Hardware ist tatsächlich noch nicht so umfassend definiert wie zum Beispiel freie Software. Allerdings kann man schon sagen, okay, was sind quasi die Mindeststandards, um etwas als offene Hardware zu bezeichnen? Beispielsweise habe ich ein technisches Gerät, und ich habe einen Bauplan dafür, der für alle frei zugänglich ist und einsehbar ist. Gerade zum Beispiel im Rahmen von 3D-Druckern, dass ich dort auch die Baupläne für Teile, die ich aus Teilen, die ich 3D gedruckt habe, dass ich die veröffentliche, zum Beispiel die CAD-Dateien, und halt den Leuten ermögliche, diese Baupläne genauso zu nutzen, sich Dinge nachzubauen. Ja, das meint eine Hardware unter anderem. Also im Prinzip auf Deutsch auch könnte man es besser übersetzen mit offene Baupläne. Danke. Ja. Ich stelle den Antrag, dass Positionspapiere oder ähnliche Anträge wir erst behandeln, wenn wir den entsprechenden Beschluss gefasst haben, wie wir das Ganze einordnen wollen mit Positionspapieren oder Ähnliches. Im Endeffekt das, was der Fredo angemerkt hat,
und wo du im Endeffekt auch zugestimmt hast. Vielleicht sollten wir das vorher erklären, weil ansonsten hängen wir hier wirklich ein bisschen in der Luft. Danke. Du meinst, dass wir den PA 02, war das glaube ich, von Fredo und mir vorziehen? Oder wir machen ein Meinungsbild und die Versammlungsleitung stellt diesen Antrag. Ist einfacher. Gut, dann machen wir jetzt ein Meinungsbild. Wer stimmt für die Änderung der Tagesordnung, wie sie soeben vorgestellt worden ist, und wer stimmt dagegen? Das Meinungsbild ist überwiegend positiv. Die Versammlungsleitung, bitte im Protokoll vermerken, stellt den Antrag, die Tagesordnung dementsprechend zu ändern. Wir unterbrechen die Sitzung für einen Zeitraum, damit wir die Tagesordnung entsprechend ändern können. Ach so, ihr stellt einen Antrag, oder? Also ich würde vorschlagen, das ist jetzt meinetwegen eine Gegenrede dazu, da hier sowieso drin steht, das wird in Dispositionspapier eingefügt, ist es vollkommen egal, wir können das jetzt auch einfach machen, und wenn wir aus dem Positionspapier ein Wahlprogramm machen, dann steht es halt im Wahlprogramm. Also ich finde, der ist unkritisch, der ist universell gestellt, wir können den abfrühstücken und es dann tun. Wir haben ihn jetzt schon andiskutiert. So, ich möchte dazu nochmal eine Äußerung machen. Wenn das in ein Positionspapier soll, dann ist das kein Programmänderungsantrag. Dann ist dieser Antrag entweder nicht zulässig in der Form, wie er gestellt worden ist, oder er ist an der falschen Stelle behandelt. Wir sind nämlich bei Programmänderungsanträgen und nicht bei Positionspapieren. So, und jetzt könnt ihr damit machen, was ihr wollt. So. Stimmt. Aber ich würde den Antragsteller gerne mal zu Wort kommen lassen, was er sich dabei gedacht hat. Im Prinzip. Ja, aber steht denn irgendwo in der Satzung, dass man das so im Wiki einsortieren muss? Nein, okay. Unter uns, wie wollen wir das behandeln? Also ich meine, es ist kein Programmänderungsantrag, das ist ganz offensichtlich. Da würdest du mir zustimmen, oder? Also ich halte auch die Lösung, wir machen erst das mit dem, wie machen wir das mit dem Wahlprogramm, doch wahrscheinlich für intelligenter. Also erst den PA 02. Okay. Das wäre aber ein Alternativantrag jetzt. Der darf auch gestellt werden. Damit wir zusammenkommen. Was ich im Kopf hatte, was ich dachte, was gestellt wäre, ist, dass wir die Tagesordnung so entsprechend ändern, dass wir solche Anträge, wie er jetzt hier ist, also die das Wahlprogramm beinhalten oder solche Sachen zurückstellen. Was er jetzt gestellt hat, ist, einen Programmpunkt vorzuziehen. Ich habe den jetzt nicht im Kopf. Wenn das Problem löst und ihr meint, das ist so, dann ziehe ich meinen Antrag zurück, stelle stattdessen den da, beziehungsweise ist ein Alternativantrag, der darf gestellt werden, und dann behandeln wir die beiden. Weiß jeder, was mit dem PA 02 gemeint ist? Sonst würde ich den jetzt eben nochmal, oder ich würde dich bitten, den eben auf den Beamer zu holen. Stimmt es eh zu, ne? Kleinen Moment. Ja, dann komm auf die Bühne. Ihr sagt mir, wenn ich irgendwo nicht fallen soll. Das ist ein
Also ich stelle jetzt nicht den Antrag vor, ich sage nur kurz nochmal, worum es jetzt gerade geht. Wir haben grundsätzlich in der Satzung eine etwas unglückliche Konstruktion mit Positionspapieren. Beispielsweise haben wir von einem Vierteljahr Positionspapiere beschlossen, die müssen heute eigentlich, gibt es auch einen Antrag zu, falls der da nicht durchkommt, nochmal hier bestätigt werden. Und das ist dann auch das letzte Mal, wo sie bestätigt werden können. Ist alles sehr merkwürdig. Wir hatten ursprünglich bei dem Reset mal den Gedanken, wir bauen das Programm vernünftig auf und es gibt eben einen Teil, das ist sozusagen Grundsatzprogramm, und ein Teil, das sind Dinge, ich will jetzt nicht sagen, die sind verhandelbar, aber die sind eben so, dass wir dazu Zeit eine Position zu haben, die sind eben nicht so grundsätzlich. Und da das mit den Positionspapieren aber relativ unglücklich ist, macht es Sinn, das auf einen begrenzten Zeitraum, nämlich ins Wahlprogramm zu nehmen, weil das Wahlprogramm logischerweise immer maximal 4 Jahre gilt. Das ist so der Hintergrund und das wäre jetzt die Möglichkeit zu sagen, das, was bereits beschlossen wurde als Positionspapiere, wird mal zusammengefasst, kriegt Überschriften. Inhaltlich ist das an sich nichts Neues. Darum geht's. Gut. Und wer sich gewundert hat, warum der Alternativantrag steht, das haben wir jetzt auch inzwischen geklärt. Jonas hat einen Antrag gestellt, ich hatte den copy-pasted und nur die anderen Positionspapiere, die noch von mir gefehlt hatten, dazugenommen. Und er hat dann seinen wieder zurückgezogen, weil dann, ja, dann ist es ja der und hat auch noch seinen Namen dazu geschrieben. Also nicht da irritieren lassen. Ja, ja. Okay, gut, der wird jetzt nicht behandelt, das war nur, damit jeder so ungefähr eine Übersicht haben. Was wir zurzeit haben, ist ein GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung, der kam von mir, und ein Alternativantrag zu ihm, dann kam von Jonas. Der Alternativantrag, ich ziehe meinen Antrag zurück, zum einen, weil ich ihn offensichtlich selber nicht verstanden habe, aber zum anderen, weil ich seinen akzeptabler finde, und den behandeln wir jetzt. Genau, weil... Nein, ich kann natürlich meinen Antrag zurückziehen, deswegen gilt er trotzdem als gestellt und der Alternativantrag, der gestellt worden ist, hat seine Gültigkeit. So, darf ich bitte um Aufmerksamkeit bitten? Danke. Wir behandeln jetzt den Antrag zur Geschäftsordnung, Änderung der Tagesordnung, Vorziehen des Punkt PA02a. Ich bitte um Abstimmung. Wer ist dafür, wer ist dagegen? Der Antrag ist angenommen. Wir behandeln jetzt PA02a. Der Antragsteller hat das Wort. Ja, stimmt. Also, wie Fredo schon gesagt hat, inhaltlich kommt da überhaupt nichts Neues zu, sondern das ist quasi ein reiner formaler Akt. All diese Positionspapiere, die wir beim letzten Mal beschlossen haben, einfach quasi nur neu zu benennen und ins Landtagswahlprogramm zu machen. Der einzige Unterschied ist teilweise noch, dass sich Titel geändert haben, einfach damit man noch näher weiß, was eigentlich unter diesem Absatz steht. Ja, also einfach um die Verständlichkeit noch zu erhöhen der Überschriften. Das ist aber auch die einzige wirkliche Änderung. Der Rest ist einfach nur eine Verlagerung. Das eine stand jetzt vorher da, jetzt steht es halt da. Ja, vielleicht ist es insofern sogar im Sinne des ursprünglichen Positionspapiers, weil die wurden ja alle von einem Vierteljahr beschlossen. Jetzt war nochmal Zeit, in sich zu gehen. Und jetzt könnte man sagen, daraus wird jetzt Wahlprogramm. So war ja mal der ursprüngliche Gedanke der Positionspapiere. Und Sachen, die inhaltlich ergänzt werden, wie der, den wir hier vorher gerade am Beamer hatten, oder vom AK Soziales oder so, die könnten auf diesem Wege dann natürlich auch, solange das formal korrekt ist, das weiß ich nicht mit den Antragsstellungen, auch so aufgenommen werden oder eben wieder als Positionspapiere, um dann zu gucken, beim nächsten Parteitag sollen sie dann ins Wahlprogramm. Ganz schön warm, ne? Mir kann es gar nicht warm genug sein. Ja. Darf ich? Nein, darfst du noch nicht. Wir machen das obligatorische Meinungsbild. Wer kann sich vorstellen, den Antrag zuzustimmen? Beziehungsweise wer kann das nicht? Das Meinungsbild ist überwiegend positiv. Wir kommen zur Aussprache. Jetzt darfst du.
Ja, also unter dem Aspekt würde ich beantragen, wenn das geht, dass der PA12A in das Wahlprogramm verschoben wird. Das würdest du dann machen, wenn es soweit ist, nämlich wenn der Antrag erstmal beschlossen ist. Ja, genau. Alles klar. Kann ich kurz was dazu sagen? Ich würde es jetzt davon erstmal absehen. Das sind Sachen, die alle schon beschlossen sind. Ist für uns wahrscheinlich leichter, jetzt erstmal zu klären, ob wir das grundsätzlich wollen, wenn nichts inhaltlich Neues drin ist. Ja, aber auf der Basis könnte man das wahrscheinlich später machen. Das war meine Intention, genau. Mhm. Ja, die Intention habe ich verstanden. Ich hoffe, der Rest auch. Aber wie gesagt, das können wir erst machen, wenn wir es beschlossen haben. Die nächste Frage. Also bitte auch da gucken, ne, Verständnisfragen und anderes. Okay, also ich habe einen Vorschlag und dazu eine Verfahrensfrage, wenn das so machbar ist. Also ich schilder mal kurz, wie ich es gern hätte und frage dann, ob ihr das formal für möglich haltet. Ich fände es gut, wir würden das Ding jetzt so beschließen, gern auch einfach en bloc alles da rein. Meine Verfahrensfrage dazu ist, können wir das so interpretieren, dass alle Anträge, die diese Positionspapiere oder das Wahlprogramm ändern, dann einfach behandelt werden können und das ändern, was wir danach haben? Oder müssen wir dafür irgendwie größere Umbauten an den Anträgen machen? Das ist nur ein Antrag. Also vielleicht kann ich da sogar noch zu antworten. Es gibt ja einige Anträge, die sich jetzt auf das jetzige auf jetzige Positionspapiere beziehen, wo dann aber drin steht, das ist an der Stelle im Wahlprogramm zu ändern. Das heißt, da ist dann schon das berücksichtigt, dass dieser Antrag angenommen werden wurde. Also von daher, da wird es keine formalen Probleme geben. Lehne ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster. Also wir würden wahrscheinlich ein paar Minuten brauchen, um das dann entsprechend richtig einzusortieren und das auch nach Möglichkeit in Absprache mit den Antragstellern. Aber ansonsten sehe ich da keine großen Hindernisse. So, gibt es noch Verständnisfragen? Offensichtlich nicht, dann Meinung. Ja, wir haben ja die letzten Jahre diverse Landesparteitage gehabt, um Programm aufzublähen, haben dann die letzten Landesparteitage genutzt, um es wieder abzubauen. Jetzt fangen wir damit wieder von vorne an. Also wir sollten uns halt irgendwann mal entscheiden, ob wir wirklich das kleine Programm, was wir haben, behalten wollen oder ob wir wieder 10.000 verschiedene Programmparagraphen wieder hinzufügen wollen. Ich gebe dem Fredo recht, dass wir sicherlich an den Punkt, hatten wir gestern ja schon auch hier in der Diskussion mit Positionspapieren, die Regelung überarbeiten müssen, von entweder weg oder anders benutzen oder wie auch immer, um solche Dinge festhalten zu können, um sie nicht verwerfen zu müssen. War aber auch als Schutz gedacht, wie gesagt, aus dem Landesparteitag Gernsheim, wo halt einfach jeder abgelehnte Antrag als Positionspapier eingereicht und dann doch 50% hatte, um das geregelt zu haben. Aber wir haben jetzt aktuell keine Not, weil die nächste Landtagswahl ist 2018. Also abgesehen davon, dass die nächste Wahl halt eben erst in sehr vielen Jahren ist, finde ich, ist das ein bisschen sowas von Reiter heißt jetzt Twix, weil wir haben Positionspapiere, in denen wir Positionen beziehen. Wenn wir die jetzt Wahlprogramm nennen, ändert sich ja eigentlich nichts daran. Es wird sie so oder so vermutlich kaum jemand lesen. Also ich denke, das Wichtige ist, wir haben die Position. Ob wir die jetzt A oder B nennen, ist eigentlich nur eine reine Diskussion, wie wir das Kind jetzt nennen. Kann ich erwidern? Mache ich mal. Also ihr habt beide recht. Genau deswegen ist es aber auch so, dass wir trennen vom Grundsatzprogramm her. Und das Grundsatzprogramm, das sollten wir nicht aufblähen. Das sind nämlich wirklich die Positionen, die grundsätzlich drin sind. Wahl ist noch lange hin, ja. Nur Christian, die Sache ist halt, dass diese Konstruktion mit den Positionspapieren wahrscheinlich gar nicht unglücklich ist, sondern dass es genauso ist, wie wir es jetzt machen. Es wurde einmal als Positionspapier beschlossen. Jetzt haben wir heute eine höhere Mehrheit, die das qualifizieren muss. Und das ist dann eben genau eine Sache, die wir nehmen innerhalb einer Wahlperiode. Und jetzt kann man natürlich sagen, ein Wahlkampf fängt an in der heißen Zeit vor einem Wahlkampf. Ich könnte jetzt auch den Joker ziehen und sagen, hier kann es auch jederzeit knallen in Hessen. Dann haben wir schon mal was. Aber vor allen Dingen sind das die Sachen, die eben nicht im Grundsatzprogramm sind. Das finde ich eine wichtige Differenzierung. Ja, also ich sehe das auch so, dass das Ganze... Kurze Unterbrechung, du hast eine Verständnisfrage? Haben wir noch Verständnisfragen? Sorry. Dann Verständnisfragen sind immer vorzuziehen. Und es könnte ja eine Verständnisfrage vorher geben. Das heißt, also nochmal bitte.
es hilft mir. Ja, es ist eine reine Sache für mich. Ein bisschen egoistisch, trotzdem Verständnisfragen immer da. Quatsch, andersrum. Verständnisfragen immer da, Meinung immer da. Und wer eine Verständnisfrage hat, darf nach vorne. Deswegen diese Separierung. Da es jetzt keine Verständnisfragen sind, bist du dran. Also um es kurz zu machen, ich glaube auch, letztlich interessiert es außer uns niemanden großartig, wie wir das Ganze nennen, da wir im Moment die Konstruktion haben, mit Positionspapiere verfallen, müssen erneuert werden und so weiter und wir hier grundsätzliche Dinge, die eigentlich ein bisschen länger gelten und nicht dauernd erneuert werden sollten, haben. Lass sie uns einfach in dieses Ding, das dann halt Wahlprogramm heißt, reinschieben. Meinetwegen können wir später nochmal diskutieren, wie das heißt. Wir vermengen es nicht mit dem, was wir aus Island übernommen haben. Wir haben also das getrennt mit den Grundsätzen und dieser wie auch immer gearteten Forderungssammlung. Ich wäre dafür, wir machen das so, nehmen die Dinger jetzt en bloc an und dann haben wir mit dem Wahlprogramm, egal ob der Name glücklich ist oder nicht, einen Container für all das, was nicht Grundsatzprogramm ist, aber irgendwie in unserem dauerhaften Katalog von Dingen, die wir wollen, drinstehen. Drinsteht, jo. Jo, Mann. Ja, ich glaube, der einzige Denkfehler daran ist, dass das isländische Programm nicht das Grundsatzprogramm ist, weil das steht nämlich nicht in unserer Satzung drin, dass wir ein Grundsatzprogramm haben, sondern wir haben es als Programm beschlossen, nachdem wir das andere in die Tonne gekloppt haben. Weil es zu umfangreich und ewig lang war und uns auch, wie wir gesehen haben, wir sind nicht im Landtag vertreten, nichts gebracht hat. So, und deswegen haben wir uns ja dazu entschieden, mit einem ganz kurzen Programm anzutreten. Und deswegen ist halt einfach die Frage, und das ist letztendlich, wie schon letztendlich, was Jonas und Fredo ja auch die ganze Zeit fordern, wir brauchen die Diskussion, wie wir unser Programm strukturieren. Und das muss entsprechend dann in der Satzung auch stehen, weil auch die Geschichte, dass man aus Positionspapieranträgen Programmanträge machen kann, ist sicherlich auch ein Problem letztendlich, weil eigentlich formell müssten sie getrennt beantragt sein. Deswegen haben wir auch einen roten Burg den Konstrukt gemacht, alle Programmanträge, die ja nicht mehr gültig waren, weil das Programm, auf das sich bezogen hat, nicht mehr da war, als Positionspapiere nochmal umzuschreiben, um sie als Anträge wieder einzureichen, um da auch korrekt zu sein. Das heißt, wir befinden uns eigentlich quasi schon wieder in so einer doofen Situation. Ich finde es gut mit Wahlprogramm. Ich bitte darum, keine Wiederholung. Das hattest du bereits gesagt. Und ein kurzer, kompakter Vorstellung. So, der nächste bitte. Ja, hallo. Ich weise darauf hin, dass wir gestern eigentlich Satzungsänderungsanträge hatten. Also ich hatte auch einen gestellt, ich war gestern nicht da, der die Sache eigentlich hätte lösen können, indem wir jetzt sagen, das ist jetzt, wir haben so ein, das nennen wir nicht Grundsatzprogramm, sondern unser Selbstverständnis. Dann haben wir ein Themenprogramm, wo solche Dinge gut reinpassen würden, weil das nicht unbedingt Wahlprogramm ist, weil es grundsätzliche Themen sind, die auch über die Wahlperiode gültig sind, dann noch vielleicht ein Wahlprogramm, das dann noch mit konkreten Forderungen für die nächste Wahlperiode gespickt sind, plus Positionspapiere, die dann halt nochmal in längeren Fließtexten oder für konkrete Forderungen genutzt werden können. Ich glaube, wir sind jetzt wieder an einem Punkt, wo die ganze Sache wieder nicht funktioniert. Also weil wir diese Satzungsänderung... Kommst du bitte zum Punkt, wir sind bei der Behandlung dieses Antrags und nicht bei Satzungsänderungsanträgen. Ich weiß, aber das wär so ein Punkt, wo man sagt, eigentlich müsste erst nochmal über diesen Satzungsänderungsantrag geredet werden, bevor man dann zu so einem Punkt kommt wie hier. Gibt es noch Meinungen? Stehst du da, weil du noch überlegst oder weil du einfach da stehst? Also wenn du mich schon so direkt fragst, ich finde, das ist eine fürchterlich akademische Diskussion, weil die Leute draußen interessieren unsere Positionen, unsere Themen, unsere Meinungen und ob wir das jetzt A, B oder C nennen, ist vollkommen egal. Das Wichtigste ist halt eben, wie vor allem die Abgeordneten, die wir jetzt haben, die Parlamentarier, halt eben das, was wir eigentlich wollen, leben. Und das ist viel wichtiger als das, was halt eben irgendwo auf dem Papier steht. Also ob das jetzt Wahlprogramm oder Positionspapiere heißt, finde ich wirklich akademisch. Positionspapiere haben halt eben den Charme, du kannst ein Positionspapier auf eine DIN A4-Seite drucken, hast 10 Positionspapiere da liegen und ein Wahlprogramm ist halt eben immer ein Block. Ich persönlich finde es als Positionspapiere deutlich schöner. Dann machen wir ein Schlussstatement, oder? Es gibt keinen mehr, der etwas sagen möchte, dann habt ihr das Abschlusswort, ja? Dann mache ich nochmal. Weil wir gerade so schön im Flow sind. Also es ist, der Jonas hat sich der Mühe gegeben und hat es auch gut hinbekommen, das thematisch zu ordnen. Du kannst nämlich, sonst hast du vielleicht Positionspapier 7 und Positionspapier 11, die werden inhaltlich beieinander
Und so haben wir jetzt einzelne thematische Blöcke. Das erfüllt noch besser den Zweck, den du dir vorstellst, dass ich verschiedene Sachen hinlegen kann und dann kann jemand was mitnehmen, was ihn interessiert. Ich finde auch, das ins Wahlprogramm zu nehmen, ist kein Hack. Insbesondere eben, weil aktuell keine Wahl ansteht. Sondern das ist das, was zurzeit die satzungsmäßig beste Möglichkeit ist. Man kann da grundsätzlich nochmal drüber nachdenken, eine weitere Differenzierung vorzusehen, wie zum Beispiel der Moritz hier vorgeschlagen hat. Das ist sicherlich nicht falsch. Aber die inhaltliche Arbeit, die bleibt dadurch jetzt nicht auf der Strecke, denn wir können jetzt sagen, wir haben das jetzt mal den Deckel draufgeschlagen. Ansonsten wäre nämlich die inhaltliche Arbeit zu den Positionspapieren, angenommen wir hätten aus irgendeinem Grund dieses oder Anfang nächsten Jahres nochmal einen Parteitag, wieder für die Tonne oder wir müssten alle nochmal neu stellen. So, und hier hat man dann einfach mal thematisch einen gewissen Strang schon mal beieinander. Und ob das jetzt ist sprachlich falsch von mir, das heißt nicht Grundsatzprogramm, das heißt Programm, das ist praktisch unser Grundsatzprogramm und das ist das Wahlprogramm. Und dadurch ist es auch für jeden Außenstehenden leicht nachvollziehbar. Also ich würde nochmal eine Sache zu Ralf sagen. Ich würde da halt auch ganz stark aufpassen, dass wir natürlich nicht das Aufblähen machen, aber wie bläht man Dinge auf? Nicht, indem man zu noch mehr Positionen, zu noch mehr Themen Positionen bezieht, denn vielleicht haben wir zu noch viel mehr Themen gute Positionen, die wir auch ruhig nach außen tragen können. Das wird sich zeigen, sondern das Aufblähen geschieht vor allem dadurch, wie formulieren und strukturieren wir diese Dinge. Und ich habe sehr Wert darauf gelegt, dass die Dinge kurz und knackig sind, manchmal noch maximal kurz begründet, aber wer es liest, wird hoffentlich sehen, das ist gänzlich sprachlich anders von dem, wie das Programm vor 2014 war, wo sehr viel geschwurbelt wurde und wo es jetzt einfach verständlich ist. Darauf müssen wir natürlich aber in Zukunft achten. Das heißt, da ist jeder Antragsteller auch gefordert, Leute, geht mal in euch, müssen da jetzt wirklich 10 Zeilen stehen oder reichen vielleicht auch 3? Kommt zum Ende. Danke. Gut, wir kommen zur Abstimmung. PA 02a, wer ist für den Antrag, wer ist dagegen? Was ist das denn da hinten? Der Antrag ist angenommen. Ich bitte jetzt alle Antragsteller, soweit Sie hier anwesend sind, auf die Bühne und wir unterbrechen die Versammlung. Danke. So, ich ziehe mich mal. Thank you.
Ist klar. So, liebe Versammlung, wir können weitermachen. Wir sind dann so weit damit übereingekommen, dass wir jetzt zunächst alle Punkte behandeln, die das Programm, was einige auch als Grundsatzprogramm interpretieren oder benennen, das ist ja auch okay. Also sprich, wir behandeln erst alles, was Island angeht
Ex-Island ist ja jetzt hessisch. Und danach alles, was das Programm möglicherweise dann als Wahlprogramm ändert. Ich werde bei jedem Antrag auch nochmal fragen, soll das Island oder soll das Wahlprogramm ändern, damit da Sicherheit besteht und damit die Versammlung jeweils weiß, wohin sie es schiebt. Dies ist formal gesehen eine Änderung der Tagesordnung, die ich jetzt nicht explizit nochmal darstelle. Ich hoffe, das ist für euch okay. Ansonsten müsst ihr das jetzt ablehnen oder nochmal eine Frage dazu stellen. Aber diese Tagesordnungsänderung muss ich jetzt abstimmen. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Ist das ein GO-Antrag? Was? Ja, danke für den Hinweis. Ja, ja. Hinweis an das Protokoll. Ihr seid einer der wenigen, die mich unterbrechen dürfen. Wenn ihr also nicht mitkommt, nicht am Platz seid oder woanders hin müsst, dann bitte sofort Bescheid sagen. Da habt ihr Vorrang. Ja, GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Erstbehandlung aller Anträge, die das Programm betreffen. Und danach die das erstellte Wahlprogramm betreffen in Absprache mit den Antragstellern vor Ort. Gut. Was denn? Die Nicole hatte sich dafür bereit erklärt. Das hast du. Sie ist jetzt auch nicht da. Okay. Dann, wer stellt sich? Du stellst dich bereit? Das wird eine echt interessante Unterschriftenliste. Jeder, der Protokoll geführt hat, muss unterschreiben. Zeitnah, genau. Okay, also, auch hier noch bekannt gegeben, wir haben einen weiteren Protokollanten, den Alex Schnapper, herzlichen Dank dafür. Wir kommen jetzt nochmal formal zur Abstimmung des GO-Antrags. Wer ist für die Änderung der Tagesordnung respektive dagegen? Der Antrag ist angenommen, wir behandeln ihn so und als nächstes wird der Antrag PA01A behandelt. Und der Antrag PA02A, der dazu konkurrierend ist. Der Antragsteller von PA01A ist, soweit ich weiß, nicht anwesend. Ich würde Proxy machen. Für beides. Kannst du kurz mal runterscrollen, bitte? Weil da bin ich mir jetzt an der Stelle, glaube ich, auch gerade unsicher, ob der eine nicht quasi in dem anderen auch mit schon enthalten ist. Ich hoffe, es ist ersichtlich, warum wir vor dem nächsten Landesparteitag eine Antragskommission brauchen. Ich hoffe, es ist ersichtlich genug, dass sich die Leute erinnern, dann auch an einer Antragskommission teilzunehmen, weil es einfach nur zu wollen, hilft nichts. Ich will auch viel. Ich krieg's halt nicht. Ist doof. Ja.
Soll ich vorstellen? Ja. Nein. Nein? Noch nicht. Okay. So, also mit Klärung mit dem Antragsteller erklärt der Antragsteller von PA 02a, dass sein Antrag nicht konkurrierend ist mit PA 01a. 1b, da, meinst du? Bitte? 1a und 1b sind nicht konkurrierend. Ach, die ist einfach verkehrt einsortiert. Ich wollte gerade sagen, ja, ja. Moment mal. So. Ja, wir haben hier Antrag. Ja gut, aber die sind ja unabhängig. Alles klar. Gut. Entschuldigung, mein Fehler. Wir behandeln PA 01a. Der Antragsteller ist nicht da, aber Jonas hat sich bereit erklärt, den Antrag vorzustellen und hat damit das Wort. Also im Prinzip geht es da nur darum, dass Formulierungen nochmal etwas überarbeitet wurden. Rein inhaltlich ist da genau das Gleiche, aber wir hatten zum Beispiel, kannst du da mal das Modul 5, müsste das sein, aufrufen? Da waren an zwei Stellen da ein bisschen missverständliche Formulierungen. Und zwar, als es darum ging, zu sagen, es darf auf keinen Fall in Informationsfreiheit eingegriffen werden, außer dieses und jenes liegt vor. Und das war halt unter anderem missverständlich formuliert. Ansonsten haben wir da uns einfach nochmal zusammengesetzt, nochmal ein paar einzelne Wörter ausgetauscht, einfach, dass es sich noch mal ein bisschen besser liest und ja, ansonsten inhaltlich genau das Gleiche. Also es ist einfach nur der Lesbarkeit vor allem halber und um Missverständnisse gleich vorzubeugen. Genau, also kurz nochmal zu 5a, 5b, 6a, 6b, da geht es einfach nur darum, da stehen jetzt diese unserer Meinung nach missverständlichen Formulierungen drin. Da gibt es jetzt zwei Varianten, wie man das halt unmissverständlich formuliert. Ja. Gut. Ich sehe ein bisschen ratlose Gesichter. Oder konzentrierte, das kann ich noch nicht so richtig interpretieren. Konzentriert. Braucht ihr noch ein bisschen Zeit? Bevor ich das Meinungsbild abfrage, okay, dann lasse ich euch die. Achso, und du müsstest vielleicht noch kurz klären, wie wir das dann machen mit den einmal A und B Sachen. Okay, super. Wenn es einfach ist, finde ich es gut. So, ich sage noch mal kurz was zum Verfahren, wie wir jetzt weitermachen könnten, zumindest so, wie ich mir das vorstelle. Wenn der Antragsteller damit einverstanden ist und die Versammlung, würde ich gerne erst die Alternativen klären und dann den Antrag in Summe en bloc abstimmen. Es sei denn, irgendjemand sagt, er möchte es unbedingt modular oder die Versammlung sagt, er möchte es unbedingt modular oder der Antragsteller. Wenn die Alternativen geklärt sind.
So. Seid ihr soweit auf dem Stand, dass ihr ein Meinungsbild darüber anfertigen könnt? Wie gesagt, die Diskussion kommt ja sowieso noch. Dann frage ich jetzt das Meinungsbild ab. Wer kann sich vorstellen, für den Gesamtantrag zu stimmen? Wer kann sich das nicht vorstellen? Bitte hebt die Karten. Das Meinungsbild ist überwiegend positiv und wir kommen zur Aussprache. Verständnisfragen von mir aus rechts, andere Fragen von mir aus links. Also, jetzt ein Beispiel von Modul 6a und B, das ist ja alternativ. Warum bietest du uns da die zwei Versionen an? Das eine mit den Äußerungen bezieht sich auf Meinungsfreiheit, das macht im Kontext Sinn, das andere tut so, als ob es über den Begriff von Äußerung hinaus noch irgendwie mehr geben könnte, was das impliziert. Also mir ist nicht klar, warum du da zwei Alternativen anbietest und dich nicht schon für eine entschieden hast. Also erstmal, das war ja jetzt nicht von mir, das war von Joachim. Achso, Entschuldigung. Ja, sorry. Gute Sache, ja. Also, es ist, ja, man muss eigentlich den ganzen Satz lesen. Im Prinzip bei 5a geht es ja um Informationsfreiheit. Also der ganze Satz lautet Beschränkungen der Freiheit, Informationen zu sammeln und zu teilen, sind unzulässig, außer bliblablub. Und ähnlich ist das bei 6. Einschränkungen der Meinungsfreiheit sind unzulässig, außer bliblablub. Und das sind jetzt einfach die beiden Varianten. Da ist jetzt die Frage, welche treffen mehr den Kern dessen, was wir meinen? Wir sind ja quasi der Ansicht, dass im juristischen Sinne quasi dass es grundsätzlich diese absolute Meinungsfreiheit gibt, es aber natürlich dann irgendwelche Beschränkungen gibt, die wir hier näher irgendwie definieren müssen, beziehungsweise wo wir sagen, an nur diesen Stellen ist es legitim, Beschränkungen zu machen, ansonsten nicht. Und das ist jetzt einfach nur, wie formulieren wir das am sinnvollsten. Also vielleicht zu meiner persönlichen Ansicht, ich finde die Formulierung mit den Beschränkungen sinnvoller, aber das ist nur meine persönliche Ansicht. Gut, ich sehe weder Fragen noch Anmerkungen. Das heißt, wir kommen zur Abstimmung. Wir behandeln zunächst die Abstimmung über die alternativen Modul 5a bzw. 5b. Irgendetwas ist hier im Weg da. So. Gut, dann bitte ich jetzt um Abstimmung. Wer ist für 5a? Dankeschön. Wer ist für 5b? Nein. Für ist immer nur die Grüne. Okay, die Mehrheit liegt bei 5a. Wir behandeln, achso, Moment, wer ist für keinen von beiden? Muss ich ja fragen. Okay, die Mehrheit liegt bei 5a. Wir bestimmen jetzt ab über 5a. Wer ist für respektive gegen den Antrag 5a, die Alternative? Der Antrag ist angenommen. Wir behandeln im Gesamtkontext 5a. Wir kommen zu den alternativen Modul 6a oder 6b. Wer ist für 6a? Dankeschön. Wer ist für 6b? Dankeschön. Wer ist für keinen von beiden? Dankeschön. Wir behandeln 6a. Wer ist für respektive gegen 6a? 6a wird behandelt. Wir kommen zu der Alternative 8a bzw. 8b, sobald sie auf dem Monitor ist.
Kein Informatiker. Also auch wenn der Eindruck entsteht, dass wir Schwierigkeiten mit diesem Programm haben, aber OpenSlides ist eine großartige Software. Es hilft halt nichts, wenn der menschliche Faktor... Wir brauchen Neufall. Ja, ich weiß, das war wieder missverständlich ausgedrückt. Es war durchaus selbstkritisch. Tu doch nicht so. Ist mir doch egal, wer da in den Stream guckt. Hallo Stream, hallo. Okay. Natürlich haben wir Spaß, wir sind Hessen. Das musst du mir auch selber nochmal zeigen, weil, wie gesagt, das war jetzt auch alles von Joachim. Ich habe auch nicht mehr dann alles ganz im Kopf. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt hilfreich. Ja, das ist ja okay. So. Ja, ich habe schon A. Und so, also wie gesagt, muss in Etappen sein. Das ist der A. Kannst du nochmal den B zeigen? Weil ich weiß auch nicht mehr, was der B ist. Wie gesagt, das ist nicht mein... Achso, ist ja zum Glück nicht zu lang. Und das ist der B. Also der einzige Unterschied ist das Wörtchen erst. Man muss wahrscheinlich den ganzen Satz lesen, um zu verstehen. Ja, Sprachgefühlsache, keine Ahnung. Es hat auch eine kleine Bedeutungsebene. Ob ich da erst hinschreibe oder nicht, das hat ja auch schon eine kleine... Ja, das bezieht sich auf den Satz davor. Also an der Stelle, das ist halt auch wieder so der Klassiker, missverständlich, was ist da gemeint? Das soll die Missverständlichkeit beheben, ja, indem es sich auf das, was da im Satz zuvor genannt wird, bezieht und ganz klar macht, was überhaupt gemeint ist. Hat irgendjemand gerade mal das Island-Programm, dass wir den 8.1 mal vorlesen können, um dann die Änderung im Gesamtkontext darzustellen? Schleimer. Also wer den gerade hat, mit einem Notebook vielleicht und den da vorne vorlesen möchte, ist frei, dies zu tun. Es wäre hilfreich. Der arme Christian. Was macht ihr alle, wenn ihr jetzt nicht gerade gespannt nach dem Programm guckt? Also in 6 steht, Piraten sind davon überzeugt, dass jeder das Recht hat, an Entscheidungen teilzunehmen, die seine eigenen Angelegenheiten beeinflussen. 6.2, das Recht wird mit der Stärkung der direkten Demokratie und der Förderung von transparenter Verwaltung gewährleistet. Das heißt, aus das Recht, dieses Recht zu machen, ist sprachlich meiner Meinung nach definitiv sinnvoll. Was haben wir doch für einen großartigen ersten Vorsitzenden gewählt. Sexy. Oder hast du das jetzt in deiner Aufgabe als Pressesprecher oder als Basispirat gemacht? Ja, sehe ich auch so. Ne? Ist das jetzt klar geworden, was dadurch geändert wird? Und warum? Hier, diese Karte hochheben. So, okay. Dann behandeln wir jetzt PA01A Modul 8 Alternative 1 respektive Alternative 2. Wer stimmt für Alternative 1? Ja. Ah, ich mach's gerade. Genau, wird mit erst. So, Alternative 1 ist hoffentlich das da. Das ist Alternative 1. Wer stimmt dafür? Dankeschön.
Alternative 2 ist hoffentlich das da. Wer stimmt dafür? Dankeschön. Wer stimmt für keins von beiden? Dankeschön, wir behandeln Alternative 2. Wer ist für oder gegen diesen Antrag? Dankeschön, der hat die Mehrheit erreicht und wird entsprechend im Gesamtkontext behandelt. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Gesamtantrag PA01A mit den Alternativen wie eben abgestimmt. Wer ist für respektive gegen diesen Antrag? Der Antrag ist angenommen. Herzlichen Dank. Ich darf gleich hier stehen bleiben, ne? Ja. Toll. Ja. Ist auch viel gesünder, als die ganze Zeit rumzusitzen. Ja. So, wir kommen jetzt zum Antrag PA01B respektive Alternativantrag PAE01B von Knut. Ist Knut da? Das ist schön. Der Antragsteller zu PA01B hat das Wort. Bitte. Also, hier handelt es sich jetzt tatsächlich um inhaltliche Erweiterungen. Kannst du am besten einfach mal die Module hintereinander... Ah, ja. Oh, das sieht leider nicht so schön aus. Also ihr müsst euch das vorstellen, dass natürlich die nummerierten Sachen untereinander stehen. Aber das ist Layout. So, es kam ja schon beim letzten LPT die Kritik, wo ist das Thema Soziales, beziehungsweise überhaupt noch weitere Themen, die natürlich auch wichtig sind und die auch grundsätzlich sind, also die man nicht unbedingt aus den Aussagen, die bisher im isländischen Programm drinstehen, ableiten kann. Denn das war ja eigentlich das, oder das war ja auch mit das Ziel im isländischen Programm, Sachen sich eigentlich reinzuschreiben, die man jetzt nicht aus anderen Dingen ableiten kann. Auch genau diese Sachen sind eigentlich Dinge, die so grundsätzlich sind, dass sie auch eigentlich gut zu diesem isländischen Programm passen. Und eben diesen Themenbereich ja, Soziales, Teilhabe, aber auch die Vielfalt unserer Gesellschaft abdecken. Also diesen ganzen Themenbereich. Okay. Dann nächstes Modul. Aber achso, das war jetzt Modul 1. Modul 1 fehlt irgendwie, ne? Ah ja, genau. Das ist eine Ergänzung. Wir haben in dieser Auflistung Informationsfreiheit und auch Meinungsfreiheit. Hier geht es jetzt um das allgemeine Persönlichkeitsrecht, also das auch nochmal klar zu sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach kiffen will und ich da ja in erster Linie niemand anderen schade, gut, ich sollte mich nicht in ein Auto setzen, dann sollte das vollkommen mein eigenes Bier sein, denn in diesem Moment, wo ich nur bei mir zu Hause mir gemütlich einen Joint reinziehe und eben danach nicht ins Auto steige, gefährde ich keine Grundrechte von anderen Menschen. Das heißt, es ist vollkommen inakzeptabel, dass es dort ein Verbot gibt. Das ist etwas, was wir auch eigentlich als Gedanken haben, okay, ich sollte erstmal eigentlich die Freiheit haben und die Freiheit hat natürlich nur da erst ihre Grenzen, wo es um die Persönlichkeit... Ja. Du hast eigentlich 2 Minuten zur Vorstellung des Gesamtantrags. Angesichts der Anzahl der Module möchte ich das, solange die Versammlung nicht widerspricht, ihr braucht nicht Ja zu sagen, ihr müsst nur widersprechen, wenn ihr der Meinung seid, würde ich das erweitern, aber nicht endlos. Wir haben noch einen Alternativantrag. Du hältst dich in ganz knappen Worten, bitte. Dann sage ich dazu nichts mehr. Nächstes Modul. Ihr könnt alle lesen. Ja, der Vorteil von dem isländischen Programm ist ja, ist eigentlich selbsterklärend. Das war ja die Idee dahinter. Stand da nicht noch mehr?
Oder, okay, kannst du kurz bitte nochmal Modul 5 aufmachen? Ah, okay, ja, ich verstehe es. Also das, diese Module, die jetzt kommen, beziehen sich auf den Bereich Bildung. Wir haben jetzt auch noch nichts im Isländischen zum Thema Bildung. Das deckt das ab. Weiter. Wir wollen ja noch fertig werden. Fertig. Also, nein, wer heißt das? Genau. Noch weiter. Okay, kurz jetzt nochmal einhaken zu dem, da war jetzt ja ganz viel zum Bereich 8. Meiner persönlichen Meinung ist, dass 3, 4 und 5, also das, was da eingefügt wurde, schon viel zu detailliert ist und nicht ins Isländischen gehört. Aber wie gesagt, es ist ja auch in Teilen von Joachim und er wollte das halt gern so haben. Ich sehe das halt anders, aber ich sage euch das jetzt so. So, Modul 8 ist zum Thema digitaler Wandel und Infrastruktur. Das ist auch, also Infrastruktur allgemein, ist ja auch wieder so etwas Grundlegendes, auch wieder vor allem dieser Gedanke, Netze in Nutzerhand, das ist auch wieder etwas, was man jetzt nicht automatisch aus den anderen Forderungen ableiten kann, dass so etwas Grundlegendes ist, dass wir das auch aufnehmen sollten. Kommt da noch was? Hoch. Ah, okay, gut. Ja, weiter. Ja, dann Knut. Okay, wenn Knut nach vorne kommt, erkläre ich die Vorgehensweise. Wir haben zwei Alternativanträge. In dem einen Alternativantrag sind Alternativmodule. Wir stimmen erst über die Antrag 1 bzw. Antrag 2 an. Nur wenn Antrag 1 sozusagen gewinnt, dann müssen wir über die Alternativen oder werden wir über die Alternativen innerhalb des Modulen abklären, wie wir das vorhin auch gemacht haben, und dann über den Gesamtantrag. Bei Knut gibt es keine Alternativen. Da wird dann, wenn er gewinnen sollte, entweder dann der Gesamtantrag abgeklärt oder halt eben keiner von beiden. Knut, du hast das Wort. Ja, ich war in Rothenburg auch überrascht, dass wir Island angenommen haben, also die Programmstruktur von Island. Und ein Teil, was mir da aufgefallen ist, ist, dass es nicht die Aufteilung nicht in dem klassischen Sinne war, wie in Deutschland Politik verstanden wird. Das heißt, solche Sachen wie Soziales oder Wirtschaft oder Bildung kommt da so direkt nicht vor, sondern es wird aus einer anderen Sichtweise betrachtet. Und entsprechend habe ich meinen Programmänderungsantrag 01b Island erweitern gestellt. Die Überschriften sind bei mir Mensch und Gesellschaft mit Punkt 7, Staat und gesellschaftliche Aufgaben mit 8, Staat und Erziehungsberechtigte mit 9 und Erziehung und Bildung, Ziele und Umsetzung mit 10. Ich werde versuchen, noch ganz schnell darauf einzugehen. Mensch und Gesellschaft. Da steht drin, also das Wichtigste, jeder Mensch hat das Recht auf eine sichere Existenz, gleichberechtigte Mitgestaltungsmöglichkeiten und Teilhabe innerhalb der Gesellschaft. Piraten setzen sich daher für Lösungen ein, die allen in Deutschland lebenden Menschen eine gesellschaftliche Partizipation und eine sichere Existenz individuell und bedingungslos garantiert. So, das war Punkt 7, Staat und gesellschaftliche Aufgaben. Das heißt, wo festgelegt wird, was der Staat für seine Bürger tun sollte und welche Infrastruktur, ob das Schulen sind, Straßen oder ähnliches. Ganz kurz und auch für euch, ihr habt gemerkt, die Uhr ist angehalten. Auch du hättest nur 2 Minuten. Wir wollen dir in etwa dieselbe Zeit geben, wie wir dem Vorredner gegeben haben, aber auch diese Zeit ist begrenzt. Okay. Das heißt,
Staat und gesellschaftliche Aufgaben ist kurz festgelegt, wie der Staat sich um seine Bürger und seine Infrastruktur zu kümmern hat. 9, wer verantwortlich ist für Kinder, dass es nicht nur die Erziehungsberechtigten sind, sondern dass der Staat dort auch eine Mitwirkungspflicht hat. Und Punkt 10, Erziehung und Bildung, da ist nochmal explizit aufgeführt, einmal welche Bildungsziele es gibt, aber auch wie diese Bildungsziele umgesetzt werden sollen, unter welchen Prämissen. Unter anderem, dass die Teilnahme am lebenslangen Bildungsprozess keinen Hürden unterworfen werden sein darf und dass an Bildungseinrichtungen eingesetzte Lehrmittel frei zugänglich sein müssen. Also ich hoffe, ihr habt euch das im Vorfeld durchgelesen. Es ist halt eine Alternative, auch von den Überschriften und von den Gedanken, die hinter den Überschriften stehen. Und es würde gut zu Island passen, meiner Meinung nach. Danke. Ja, dankeschön. Wir kommen, wie bekannt, zum obligatorischen Meinungsbild. Wer kann sich zu diesem Zeitpunkt vorstellen, für oder gegen den Originalantrag, für den Originalantrag zu sein? Wer kann sich vorstellen, für den Alternativantrag zu sein? Dankeschön. Wir kommen jetzt zur Behandlung der Anträge. Verständnisfragen gehen vor, danach Meinungsäußerungen oder sonstige Fragen. Bitte schön. Bitte was? Was? Das Meinungsbild war hauptsächlich durch Nichtbeachtung, also nicht Teilnahme, nicht Beachtung ist falsch, nicht Teilnahme geprägt. Wird natürlich nicht ausgezählt, aber mit leichten Vorteilen für den Originalantrag aus dem Augenmaß heraus. So, wer hat eine Verständnisfrage? Genau, dann darfst du ja auch, dann brauchst du gar nicht so weit weg vom Mikro. Zum Modul 5 von Joachim-Jonas, da steht drin, dass Bildungsmaterialien von allen Bildungseinrichtungen öffentlich zugänglich sein sollen. Also auch private Bildungseinrichtungen müssen dann alle ihre Unterlagen frei verfügbar vorhalten. Müsstest du jetzt für Achim fragen, wie seine Hauptinterpretation wäre? Wie gesagt, für mich wäre das schon viel zu detailliert für Island. Aber das ist meine Meinung. Ja, also dann zu der Meinungsäußerung. Also ich finde Knut seinen Antrag ja toll ausgearbeitet und sehr detailreich. Und ich bin jetzt auch kein so ein Fan davon gewesen, hier alles so auf Island runterzudampfen. Aber wenn wir jetzt schon Island kurz und knackig haben, ist mir das also viel zu viel und viel zu detailliert. Das halte ich nicht für sinnvoll und zielführend. Aber auch beim Joachim seinen eigenen Entwurf, das sind mir viel zu viele, also diese geschickte Umschreibung von Cannabiskonsum ist okay, also das ist mir so unkonkret, ja, das, ich weiß nicht, also ich kann mit so Sachen, ehrlich gesagt, mit beiden nicht so richtig, werde ich so warm, das ist mir alles zu ausführlich oder dann zu ungenau auch, weil man nicht weiß, was gemeint ist. Und wenn ich was Kurzes und Knackiges lesen soll, dann muss ich auch verstehen, was das konkret bewirken soll, ja, also wenn ich geschickt umschreibe, ich will BGE oder ich will fahrscheinlosen ÖPNV oder ich will diese Cannabiskiste, sorry, aber so einen allgemeinen philosophischen Text, weiß ich nicht, ob das bringt. Danke. Ich will nur kurz eingehen auf den, glaube ich, das war der Punkt 9 von Joachim, explizite Erwähnung von den digitalen Informationen. Ich finde es überflüssig, weil es eigentlich meiner Meinung nach komplett schon abgedeckt ist über die Information und Freiheit in dem anderen Absatz ist und dass digital oder nicht digital da an der Stelle keine Rolle spielt. Ja, ich muss mich an der Stelle wiederholen. Ich war ja nicht für den Island-Antrag, aber wenn wir jetzt anfangen, den wieder aufzubrechen und Änderungen zu machen, und das sehe ich eigentlich bei beiden, die nicht irgendwelche sprachlichen oder Übersetzungssachen sind,
dann hat das Ganze überhaupt nichts gebracht. Dann sollten wir ganz grundsätzlich nochmal anfangen. Den Antrag vom Knut, das wäre für mich eine perfekte Sache für ein Positionspapier, weil er recht detailliert ist und wir darüber die Möglichkeit hätten, in eine Diskussion einzusteigen. Würde ich mir noch mehr wünschen, dass wir wieder mit dem Hessen-Campus anfangen und nicht das auf Parteitagen diskutieren, da ist meist gar nicht so das Forum für. Das fände ich jedenfalls eine sehr, sehr gute Ausgangssituation, um sie als Positionsantrag zu stellen. Also erzählen wir es, ich würde auch auf jeden Fall den 01a, den 01b, den würde ich auch modular auf jeden Fall stellen. Ja. Gut, okay. War das dein Schlusswort, weil das hättest du jetzt. Also zu Gernot, das war jetzt natürlich nur das Beispiel, aber ich sehe ein, dass es Nachteile haben kann, Dinge sehr allgemein zu formulieren, weil man muss erstmal quasi, wenn man so will, ein bisschen entziffern. Das hat aber auch den Vorteil, man deckt sehr kurz und knapp alle möglichen Dinge ab. In diesem Satz steckt nämlich auch drin, dass es eigentlich nicht sein kann, dass es dieses Konstrukt der Ehe gibt, aber eben nur für Männlein, Weiblein, nicht für alle anderen, weil es schadet auch anderen Grundrechten oder anderen Menschen in ihren Grundrechten schadet es nicht, wenn Männlein und Männlein und Weiblein und Weiblein heiraten dürfen. Deswegen ist das nicht, das ist inakzeptabel. Aber das ist eben, das sind alles Beispiele, was man allein mit diesem Satz zeigen kann, Leute, so geht es nicht. Wie gesagt, hat Vorteile, hat Nachteile, das sehe ich ein, müssen wir uns halt für entscheiden oder gegen. Knut, dein Schlusswort? Jawohl, ich möchte auf Gernot auch nochmal schnell eingehen. Das, was ich fabriziert habe, auch auf Fredo, ist, die Problematik ist immer, wenn es zu detaillos ist, wirkt es in vielen Stellen, an vielen Stellen sehr neoliberal und man kann sehr viel reininterpretieren. Und ich möchte eigentlich, dass die Piraten nicht beliebig sind, sondern dass schon ganz klar auch eine Richtung da ist. Und ich denke mir, wir sind so zumindest leicht links ausgerichtet. Und ich habe mit den Details, die ich reingeschrieben habe, eigentlich schon versucht klarzumachen, dass wir für eine Gemeinschaft stehen, eine Gemeinschaft von Menschen und nicht jeder kämpft gegen sich selber. Und wenn man es noch weiter eingedampft hätte, wäre das nicht so rausgekommen. Und gleichzeitig halt, dass es Knut. Details, die im normalen Politikbetrieb angesprochen werden, Bildung oder sonst irgendwelche ministerienorientierte Sachen, dass das gerade nicht da ist, sondern dass es wirklich eher was vom Gedanken ist, wie definiert sich der Einzelne zur Gesellschaft. Danke. So, wir kommen zur Abstimmung. Es gibt Alternativen, das heißt, die Abstimmung wird darüber laufen, Alternative 1, der Originalantrag, Alternative 2, der Antrag von Knut oder keine von beiden. Wir kommen zur Abstimmung über Antrag 1. Von Jonas vorgestellt, wer ist für respektive gegen diesen Antrag? Entschuldigung, wer ist nur wer ist für den Antrag? Jetzt habe ich meine eigene Übung nicht hin. Dankeschön. Wer ist für den Alternativantrag? Dankeschön. Wer ist für keinen von beiden? Beide Anträge sind weg. Keine von beiden hatte die Mehrheit, damit sind beide erledigt. Dankeschön. Darf ich noch stehen bleiben? Ja, ne? Das weiß ich noch nicht. Ach, die freie Software, die kennen wir doch, ne? Wie gut, dass du nicht beide Hände behoben hast, sonst müsste ich das sagen. So, okay, also, Jonas, ich glaube, den Antrag haben wir vorgestellt. Ich würde daher auf die weitere Vorstellung verzichten wollen. Gibt es noch Fragen dazu? Möchte sich irgendjemand noch mal erinnern? Dann möchte ich den jetzt behandeln. Abstimmung, wer ist für respektive gegen diesen Antrag? Der Antrag wird in das Wahlprogramm eingefügt.
Nein, das ist eine Abstimmung. Das ist eine Abstimmung. Das ist eine Abstimmung. Erforderlich 2/3 Mehrheit, die ist erreicht, der Antrag ist angenommen, wird ins Wahlprogramm eingefügt. Danke. PA04. Wir kommen jetzt zu den beiden Anträgen PA14 und PA14a. Da gibt es einen Alternativantrag zu. Antragsteller weiß ich nicht. Das ist der einzige Nachteil. Ich auch nicht. Aber ich stehe trotzdem mal rum. Kann man ja trotzdem mal Anträge vorstellen. Also der erste Antrag ist natürlich wesentlich radikaler als der Alternativantrag. Im Prinzip das, was wir schon früher im Programm stehen hatten, was auch viele andere Landesverbände das hier im Programm stehen haben, was wir beim letzten Mal als Positionspapier allerdings abgelehnt haben. Deswegen möchte ich jetzt mal auf neue Argumente eingehen. Tatsächlich kann es die Problematik geben, dass man sagt, man schafft den Verfassungsschutz ab, dass man dadurch nichts gewinnt, weil man dann die Polizei vielleicht mit entsprechend weiteren Befugnissen ausstattet und das Problem sich einfach nur verlagert. Das darf natürlich nicht passieren. Da sollten wir uns natürlich gegen aussprechen. All die Befugnisse, die jetzt der Verfassungsschutz originär hat gegenüber der Polizei, sollen nicht an eine weitere Behörde gehen, sondern die soll einfach keine Behörde haben. Das ist unsere Position. Ob das dann wirklich passiert, naja, gut, das ist eine Sache. Und dann gibt es ja immer auch den Verfassungsschutzbericht, wo es Einschätzungen gibt über politische Gruppen hinsichtlich ihrer Einstellung zur Verfassung. Da gibt es eigentlich ein schönes Modell, von Padelun habe ich das zum ersten Mal gesehen. Wenn man sagt, man macht jetzt eine Einschätzung, natürlich auch nur auf Basis von öffentlichen Quellen und Veröffentlichungen von dieser Organisation oder Vereinigung oder von Veranstaltungsmaterial etc., dann kann das auch ein wissenschaftlicher Dienst übernehmen, der auch mit einem wesentlich besseren Background Einschätzungen liefern kann und das auch in wesentlich neutralerer Art und Weise tun kann. Dann nochmal eine kurze Sache allgemein zum Verfassungsschutz. Das Problem an Geheimdiensten ist, dass Geheimdienste esoterik sind. Warum sage ich das? Geheimdienste behaupten, sie würden Dinge ganz toll tun, können das aber nicht belegen. Das heißt, wir müssen an der Stelle irgendwie darauf vertrauen. Und ich glaube, unser Vertrauen in Geheimdienste ist doch alle nachhaltig erschüttert. Das heißt, wenn Geheimdienst XY mir zum 30. Mal erzählt, er hätte einen Anschlag verhindert, dann glaube ich das nicht. Ich glaube das nicht. Vielleicht haben die auch irgendwo mal einen Anschlag verhindert. Sei es drum. Aber das kann mir kein Mensch belegen. Das ist Esoterik. Das ist so, wie wenn der Homöopath sagt, das hilft. Muss ich auch dran glauben. Wenn ich dran glaube, hilft sogar. Komm zum Schluss, bitte. Sensor. Das Problem ist jetzt ja, du hast zwei Anträge gestellt, die dazu konkurrierend sind oder alternativ. Ach so, ja, zu dem anderen muss ich jetzt nicht viel sagen. Das ist halt, wenn ihr der Meinung seid, okay, lasst uns den Verfassungsschutz nicht abschaffen, aus was für Gründen auch immer, dann lasst ihn uns wenigstens stärker kontrollieren und das Vormannwesen abschaffen, weil das ist auch total kaputt. Gut. Dann kommen wir zum obligatorischen Meinungsbild über Alternativanträge. Wer kann sich vorstellen, Entschuldigung für den vollen Mund, den Originalantrag zuzustimmen? Nur zustimmen ist grüne Karte. Mhm. Ja. Dankeschön. Wer kann dem Alternativantrag zustimmen oder es sich vorstellen? Dankeschön. Wer könnte sich vorstellen, keinen von beiden Anträgen zuzustimmen? Zustimmung ist zwar immer die grüne Karte, aber ich werte das jetzt mal entsprechend. Kleiner Hinweis an den Versammlungsleiter, sagt doch bitte den Protokollanten, wie die Meinungsbilder jeweils ausgehen. Dann freut sich der Protokollant. Ja, dazu muss ich Sie ja erstmal abgefragt haben. Sonst kann ich ja bei einer reinen Zustimmungsabfrage keine Mehrheit feststellen. Ihr dürft schon wieder runterfahren, danke, ja. Die Mehrheit lag bei keinem von beiden Anträgen, gefolgt von dem Alternativantrag, gefolgt von dem Originalantrag. Wir kommen zur Aussprache.
Verständnisfragen zuerst. Eine Verständnisfrage. Ist das jetzt wieder ein Programmantrag oder ist es Antrag Positionspapier bzw. Wahlprogramm? Weil das, Wahlprogramm. Okay, weil oben steht Programmantrag, deshalb die Frage. Ja, Entschuldigung, das ist auch mein Fehler. Ich hatte ja angekündigt, dass ich vorher frage. Ich habe es nicht gemacht. Insofern danke für den Hinweis. Okay, also käme ins Wahlprogramm. Ja, mein Dienste hat gesagt, ich sollte... Nein, Spaß beiseite. Warum ich mit beiden Anträgen Probleme habe. Der erste ist sehr radikal, die Auffassung kann man vertreten, aber der zweite ist ja keineswegs abgeschwächt und erfüllt auch nicht den Anspruch, den die Überschrift setzt. Also das Einzige mit stark kontrolliert heißt, in dem Falle dieser Teilsatz, besonders die Kontrolle durch den Landtag, muss verbessert werden. Das Wetter soll auch schöner werden. Also da hätte ich mir mehr Konkretes vorgestellt. Ich selbst bin nicht so stark in dem Thema, dass ich jetzt eine Aussage darüber treffen könnte, ob das V-Leutewesen was gebracht hat. Ich erinnere mich nur aus vorherigen Diskussionen, es geht immer darum, wenn die Aufgaben beim Verfassungsschutz beispielsweise wegfallen, dann kriegt sie die Polizei. Es gibt aus guten historischen Gründen die Trennung, dass der Verfassungsschutz irgendwie kaputt ist und dass das verbessert werden muss. Da würde ich d'accord gehen, aber ich sehe das in beiden Anträgen nicht. Ich hätte mal einen ganz pragmatischen Vorschlag noch dazu. Wollen wir als Piraten uns mal mit dem treffen? Also einfach mal eine Begehung machen, Fragen offen stellen. Haben wir sogar schon mal. Ja? Ja, in Kassel. Also wäre sehr dafür, dann wäre ich dankbar, dass noch mal, wenn ihr es nochmal auf die PPH stellt, euer Erfahrungsbericht. Grundsätzlich in allem, wo man so Kritik hat, auch wenn man nicht den Anspruch hat, dass es was bringt, wäre es schön, man macht mal den Versuch und kommt dann mal ins Gespräch. Zumindest hilft es einem dann. Jetzt komme ich wieder dazu. Zumindest hilft es einem dann, den Antrag so zu formulieren, dass man den Finger wirklich in die Wunde legt. Und das Gefühl habe ich hier nicht bei den Anträgen. Weitere Wortmeldung? Guten Morgen. Also ich möchte mal darauf hinweisen, dass auch wenn es die Alternative heißt, also stark kontrollieren, dass wenn man die Kontrolle des Landtags über den Verfassungsschutz stattdessen einen unabhängigen Beauftragten, ähnlich dem Datenschutzbeauftragten, hat und dem einen wissenschaftlichen Dienst zur Seite stellt, dass da überhaupt keine Kontrolle mehr stattfinden kann. Das sagt ja schon das Wort unabhängig, unabhängiger Beauftragter. Der Datenschutzbeauftragten kontrolliert den Landtag nämlich auch nicht. Und damit hätten wir nicht mehr Kontrolle, sondern viel weniger. Und das ist handwerklich relativ schlecht. Ich sage mal, der Verfassungsschutz gehört reformiert und da kann man sich ein Beispiel nehmen an anderen Bundesländern, die das schon vollzogen haben. Der Berliner Verfassungsschutz wurde vor 10 Jahren massiv umgebaut und wer sich dafür interessiert, also die setzen auch keine V-Leute mehr ein. Es gibt einen Podcast von Pavel Meyer, der im Verfassungskontrollgremium im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt und der 4 Stunden lang über seine Erfahrungen mit dem reformierten Verfassungsschutz dort erklärt. Und nach seinem Fazit ist es ein gängiges Modell, der auch auf andere Bundesländer zu übertragen ist. Und dem sollten wir uns dann widmen und nicht irgendwelche einfachen Einzeiler sagen, Verfassungsschutz muss mehr durch den Landtag kontrolliert werden, ohne genau zu sagen, wie genau. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen? Der Antragsteller hat das Schlusswort. Also tatsächlich haben wir in Kassel mal mit jemandem vom Verfassungsschutz geredet. Es gab ja diese Wanderausstellung. Und das Interessante war, dass tatsächlich derjenige vom Verfassungsschutz, der selber auch eine Zeit lang V-Leute geleitet hat, selber gesagt hat, ja, er sieht momentan den Verfassungsschutz auch als so kaputt an, dass er in jetziger Form nicht weiter bestehen sollte. Er war natürlich nicht der Meinung, man sollte das Ding komplett abschaffen, sondern man sollte es quasi neu gründen. Ich bin nicht der Meinung, dass eine freie Gesellschaft in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Geheimdienste braucht. Das entspricht sowas von überhaupt gar nicht meinem Ideal als Piraten. Deswegen ist mein Wunsch auch, diese Dinger komplett abzuschaffen. Und dazu gehört auch der Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz hat nicht verhindern können, dass
NSU-Morden durchs Land zieht. Der Verfassungsschutz kann auch momentan überhaupt nicht verhindern, dass andauernd Flüchtlingsunterkünfte brennen. Und das wird er auch meiner Ansicht nach nicht in einer reformierten Art und Weise tun können. Ja, klar, also ist auch Aufgabe der Polizei, aber so die Strukturen aufzudenken. Das Ding ist als Schlusswort deklariert und ich bitte das auch so zu fassen. Ja, ist meine Meinung. So, ja, ihr dürft jetzt abstimmen. Genau, und das machen wir jetzt auch. Es gibt wieder Alternativanträge, das heißt, die werden der Reihe nach abgefragt. Wer kann dem Originalantrag PA 14 zustimmen? Nur die Zustimmung. Dankeschön. Wer kann dem Alternativantrag PA 14a zustimmen? Dankeschön. Wer stimmt keinen von beiden Anträgen zu? Das ist die Mehrheit. Dankeschön. Beide Anträge sind verwirkt. So, ich habe mal eine Frage an die Versammlung. Wollt ihr Mittag machen und wenn ja, wann und wie für wie lange? Also damit fangen wir mal der Reihe nach an. Wollt ihr gerne Mittag machen irgendwann mal am heutigen Tag? Das ist gut, sehr schön. Innerhalb der nächsten halben Stunde? Also eher so die nächste Stunde. Dann machen wir so lange einfach locker flockig mit Anträgen weiter und irgendjemand kümmert sich darüber, dass, genau. Das ist dann nicht mehr meine Sache. Okay, dann machen wir einfach weiter. Nächster Antrag, PA 07, Drogenpolitik. Allerdings zuvor gebe ich den Wechsel der Versammlungsleitung bekannt. Den Rest macht jetzt im Wesentlichen Sandra. Okay, dann leg los und stell deinen Antrag vor. Also dieser Antrag ist fast genau der gleiche wie das Positionspapier, was beim letzten LPT eingereicht wurde, was dann aber zurückgezogen wurde. Der geht genau auf die Probleme oder die Vorwürfe, Argumente, whatever ein, die beim letzten Mal kamen. Und zwar die Problematik, wie ist denn das jetzt mit Drogen, der Eigenherstellung im Eigenanbau, wo der letzte Antrag etwas weitergehender war und das für alle Drogen gesagt hat. Dieser Antrag ist jetzt, wenn man so will, etwas entschärft. Hier geht es eigentlich hauptsächlich nur noch um Cannabis. Und hier wird gesagt, okay, der Eigenanbau von Cannabis soll auch legalisiert werden. Das heißt, quasi, man könnte jetzt sagen, wir sind jetzt nicht mehr für die Crystal Meth Küche zu Hause, aber für die Hanfpflanze auf dem Balkon. Ich bin ja ein Freund davon, ruhig noch da an der Stelle progressiver zu sein, aber ich kann verstehen, wenn es da Bedenken gibt. Deswegen jetzt in lieber der schärfteren Variante, dann haben wir da immerhin diese Position. Ja. Okay, kommen wir wieder zum Meinungsbild. Grüne Karte für, ich kann mir vorstellen, dem Antrag zuzustellen. Rote Karte, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, wir nutzen jetzt die rote Karte auch wieder. Das Meinungsbild ist stark positiv. Fragen, Anmerkungen, wie immer, Fragen von mir aus rechts, Anmerkungen links. Pavel, kommst du nach vorne oder gehst du spazieren? Gehst spazieren, okay. Keinerlei Anmerkungen oder ähnliches? Doch? Ja, klar. Verständnisfrage, genau. Da steht so schön, wir fordern auf... dass die geringe, da steht, die geringe Menge von derzeit 6 Gramm auf eine maximale Menge angehoben wird. Was meinst du mit maximaler Menge? Maximal möglicher Menge? Das ist mir etwas unkonkret. Das ist genau das Problem. Also, es gibt ja dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Da ist aber auch nicht näher definiert, also es ist nirgends näher definiert, was denn diese geringe Menge sein soll. Das heißt, am Ende liegt es in der Hand der Bundesländer. Bayern hat zum Beispiel eine andere geringe Menge definiert als Berlin. Wenig überraschend. Es gibt jetzt aber auch keine irgendwie geartete Richtlinie, anhand dessen man sagen könnte, naja, das können aber trotzdem nur maximal 20 Gramm sein. Das heißt,
meinetwegen können das auch gerne 100 Gramm sein oder 1000 Gramm, da könnte sich ja das Land Hessen mal so ein bisschen vorwagen. Und an der Stelle ist es bewusst unkonkret. Da kann man ja einfach mal experimentieren. Ja, mal schauen, vielleicht kann man den Pegel noch ein bisschen nach oben setzen und wenn man dann einen auf den Dez kriegt von Leuten, dann muss man es vielleicht wieder ein bisschen runtersetzen. Du hast jetzt eine Anmerkung, keine Frage. Ja. Ganz kurz, du stehst mittig. Anmerkung oder Frage? Beides. Dann stell dich dahin, wo du denkst, dass du hinpasst. Wenn noch eine Frage ist, dann bitte die Frage, dann erst die Anmerkung. Ja, ich wollte gerade noch mal kurz darauf eingehen. Also, du willst damit sagen, eigentlich sollte im Text stehen, eine möglichst hohe Menge, nicht maximal mögliche Menge. Eine möglichst hohe Menge im Sinne, also an Cannabis im Sinne des Bundesgesetzes oder so. Weil das könnte man ja auch so reinschreiben, wie du es gesagt hast, anstatt so eine unklare Formulierung zu benutzen. Aber also das, was du vorhin gesagt hast, könnte man auch in Text reinschreiben, weil maximal mögliche Menge ist so. Aber also maximal mögliche Menge und Höchstmenge wäre jetzt für mich das Gleiche. Sprachlich, okay. Aber gut. Also ich finde das da auch schöner, wenn wir da eine konkrete Zahl drin haben. Ich finde auch, dass wir das Schnapsbrennen wieder aufnehmen sollten. Aber wir haben ja noch viele, viele Jahre, bis wir das Wahlprogramm in Druck geben werden. Insofern denke ich, können wir das einfach so annehmen und dann entsprechend noch verbessern. Also von mir aus die Anmerkung, ich finde den Text wieder eigentlich zu lang für ein Wahlprogramm, weil wir hier, wenn wir für jeden Fall, also für jeden Programmbaustein so viel Text veranschlagen, wird das wieder sehr, sehr lang. Also meiner Meinung nach ist es eher so Länge Positionspapier und Tiefe. Länge und Tiefe Positionspapier. So, ja. Ich finde, ich muss jetzt gerade kurz nachschlagen, was Deamorphin bedeutet, zu meiner Schande. Aber habe ich es richtig verstanden, laut Wikipedia, das ist einfach ein Synonym für Heroin. Ja? Oder ja, nein? Das ist die Substanz, die ja, also man muss ja, denke ich, unterscheiden zwischen dem, was im Sprachgebrauch, jetzt im Alltagsgebrauch, zwischen unter Heroin verstanden wird. Wenn jetzt Leute sagen, okay, das ist jetzt nicht, okay, das ist jetzt die eine chemische Substanz mit der und der Summenformel, sondern das ist das, was sich die Leute in die Venen spritzen. So, Deamorphin wäre jetzt ganz klar, das ist die und die Chemikalie ohne irgendwelche seltsamen Streckmittel und so weiter. Ja. Okay, die Frage dann für mich ein bisschen, warum picken wir jetzt hier etwas willkürlich zwei Substanzen an? Raus aus dem Betäubungsmittelgesetz und sagen dann nicht, wie schon auf der Bundesebene, sagen, das muss ganz anders generell mit Suchtmitteln umgegangen werden. Und warum ausgerechnet diese zwei und nicht noch irgendwie noch Kokain dabei und andere Sachen und sagen, es muss generell mit Modellen experimentiert werden. Ich finde es sprachlich auch ein bisschen schwierig, hier steht, wir Piraten schätzen, die Pilotprojekte zur Deamorphinabgabe an Schwerstabhängige zum Beispiel in Frankfurt am Main. Mir fällt da noch positiv ein, aber das ist jetzt, kann man zwar so sehen, aber es ist schwierig so für den Satz. Aber ich präzise so die Frage, warum ausgerechnet, also wird es ist sehr breit für den Wahlprogramm, aber eigentlich dann wieder sehr speziell nur auf zwei. Warum nicht wirklich breiter? Also es wird ja, am Anfang ist es ja sehr allgemein. Ich hätte es auch gerne breiter, also ich hätte zum Beispiel auch gerne nicht nur den Eigenbau begrenzt auf Cannabis, aber das ist ja beim letzten Mal nicht durchgekommen und deswegen ist jetzt hier diese Beschränkung mit drin. Also einfach der Grund ist, es gibt anscheinend bei Teilen Vorbehalte, kann ich auch nachvollziehen, finde ich auch nicht schlimm, eben zu sagen, okay, wir weiten das noch aus. Das mit der Deamorphinabgabe an Schwerstabhängige ist eben drin, weil es auch diesen lokalen Bezug hat über Frankfurt. Deswegen halte ich das für sinnvoll, weil das passt eben gut zu unserem hessischen Programm. Wir sollten halt aufpassen, dass wir nicht zu sehr in unserem hessischen Programm Bezug nehmen auf Dinge, die wir aber allein in Hessen gar nicht regeln können. Das sind aber Sachen, die können wir in Hessen regeln. Die geringe Menge von Cannabis, das gibt es halt bei anderen Drogen nicht. Es gibt bei keiner anderen Droge die Aussage, dieses und jenes ist eine geringe Menge, was die Bundesländer dann regeln können. Wenn es das gäbe, dann würde ich das gerne mit aufnehmen, aber gibt es leider noch nicht. Weitere Fragen, Anmerkungen? Nicht? Dann dein Schlusswort, wenn du noch was sagen möchtest. Lass uns irgendwann das Schnapsbrennen wieder mit reinnehmen, ja. Okay, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer für den Antrag ist, hebt bitte die grüne Karte. Wer dagegen ist, die rote Karte.
Das ist dann fürs Protokoll mit einer Gegenstimme angenommen. Prost. So, da Jonas sich so wohl fühlt, kann er gleich hier oben stehen bleiben und seinen nächsten Antrag, den PA06, vorstellen. Also, da ist die zweite Hälfte auch, also das, was unter Grundfinanzierung und akademischer Mittelbau steht, auch das, was beim letzten Mal als Positionspapier eingereicht wurde. Da gab es aber noch die kleine Problematik, okay, Open Access, ab wann sind wir der Meinung, bei einer staatlichen Finanzierung oder Teilfinanzierung muss es Open Access geben. Achso, okay, gut. Genau, das heißt, der zweite Teil ist im Prinzip dieses Positionspapier, aber entschärft an dieser Stelle, dass man eben sagt, okay, nicht nur das Land gibt einen Cent dazu und dann muss das Open Access sein, sondern klar, wenn es komplett vom Staat finanziert wird, dann muss es auch Open Access sein. Wenn es eine Teilfinanzierung gibt, dann muss es eine, wir haben es jetzt so schön, also das ist nicht nur allein meine Formulierung, wir haben uns zusammen Gedanken gemacht, ist vielleicht nicht die beste Formulierung, aber uns ist keine bessere eingefallen, eine angemessene Berücksichtigung öffentlicher Interessen. Ist wieder ein bisschen schwammig, aber uns ist leider keine bessere Formulierung eingefallen. Der obere Teil bezieht sich dann nochmal auf die Finanzierung. Wir haben leider momentan das Problem, wer trägt die Forschung in Deutschland? Das sind hauptsächlich wissenschaftliche Mitarbeiter. Die werden aber so gut wie in allen Fällen nur noch auf Zeit beschäftigt. Das heißt, dort fehlt für ganz viele Leute Perspektive. Das schadet natürlich auch der Wissenschaft, weil viele Leute sich abschrecken lassen. Und das, ja, ist einfach schlecht auch für unsere Wissenschaft. Wenn die klugen Köpfe nicht mehr bereit sind, in die Forschung zu gehen, ist das schlecht. Achso, und ich soll nochmal darauf eingehen. Also das wäre ein neuer Teil des Wahlprogramms, der aufgemacht werden würde. Ein neues Kapitel. Okay, obligatorisches Meinungsbild. Wer könnte sich vorstellen, dem Antrag zuzustimmen? Grüne Karte. Wer sich das nicht vorstellen könnte, bitte die rote Karte. Okay, fürs Protokoll durchwachsen mit grüner Tendenz und geringer Beteiligung. Fragen, Anmerkungen, bitte zum Mikrofon. Bei diesem Punkt fehlt ein bisschen die Einfügung auch mit dem ganzen Unterbau von Hochschulen, das heißt von Grundschulen über die mittlere Bildung dann bis zu Hochschulen. Was ich in Deutschland sehr stark anmerken muss, sind eigentlich, dass die Hochschulabsolventen dadurch, dass sie eigentlich studieren, das kostenlose Studium haben, sind eigentlich dann die Gutverdiener und eigentlich zusätzliche Unterstützung bräuchten wir eher in den unteren Stufen. Das heißt, in den Grundschulen bis zu sonst was. Und das finde ich, dass im Programm grundsätzlich zu kurz kommt. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir ein Gesamtpaket an Bildung hätten, der eher mehr zu kurz kommt, als dass hier Hochschulen, dass wir ständig mal wieder aufgreifen. Das ist aber ein einziger Punkt. Eigentlich inhaltlich ist es okay. Also der Punkt Bildung kommt noch. Das ist nicht der einzige Programmantrag zum Thema Bildung. Und hier soll es auch weniger um die Bildung an den Hochschulen gehen, also wie soll zum Beispiel Lehre gestaltet werden, sondern hier soll es wirklich dann konkret darum gehen, wie soll Wissenschaft und Forschung an Hochschulen ablaufen. Also genau, wie gesagt, der Bildungsantrag kommt noch. Sorry, ich habe mich auch ein bisschen zu kurz ausgedrückt. Es betrifft natürlich auch die Forschung, weil die Forschung eigentlich zugute kommt. Natürlich nicht nur Gesellschaft, in Hauptsache kommt die Forschung an Universitäten, die durch Steuergelder und sonst was finanziert ist, den Unternehmen, hauptsächlich den Großunternehmen. Das sehen wir natürlich auch durch Forschung, Fraunhofer Institut und andere Hochschulprojekte. Also nochmal an die Versammlung, wir werden gleich eine kurze Pause machen, damit das mit der Essensbestellung klappt, aber bitte jetzt nicht, danke. Ja, das war's. Noch Fragen, Anmerkungen?
Nächstes Mal, ne? Ja, ich bin langsam, sorry. Im letzten Absatz steht, wir wollen Zulassungsvoraussetzungen ausschließlich an fachlichen Prüfungen orientiert lassen und restlichen abschaffen. Ist damit nur das Numerus Clausus gemeint oder auch das Abitur? Nur Numerus Clausus, denn, also ich würde das ja trennen. Du hast ja einmal überhaupt die Befähigung, eine Hochschule zu besuchen, das ist ja das Abitur, und quasi, oder die Berechtigung, man kann das ja unterschiedlich nennen, und ob die Hochschule dich dann nimmt, das entscheidet sie dann ja über den NC selber. Was ich jetzt unangetastet sehe, ich hoffe, das kann man auch wohlwollend so interpretieren, ist eben nicht, dass man sagt, ja, Leute, die, ich übertreibe jetzt mal, gar nicht lesen und schreiben können, dürfen jetzt auch in der Hochschule, ja, okay, gut, die würden wahrscheinlich auch nicht die fachbezogene Prüfung bestehen. Ich kenne das in anderen Ländern, in Russland zum Beispiel, hat man nur Eingangsprüfungen. Und das Abitur selber ist eigentlich nur Pflichtveranstaltung, aber es gibt keine. Es gibt einen Schulabschluss und danach machen alle Leute Eingangsprüfung. Und das Abitur existiert in dem Sinne nicht als Voraussetzung für das Studium. Ja, aber also ich würde es an der Stelle trennen, verengen, würde ich dann nochmal schauen, okay, die langfristige Entwicklung sieht ja momentan auch so aus, dass, also wenn die Entwicklung so weitergeht, hat ja am Ende eh irgendwie jeder Abitur. Mal schauen. Bei 36%. Okay, ich übertreibe mal jetzt. So, weitere Anmerkungen, Fragen? Also vielleicht auch noch zur Erläuterung, ja genau, also Schlusswort, wo ich vielleicht kurz noch was erläutere, das hat jetzt niemand gefragt, hat mich sogar gewundert, aber kurz zur Erläuterung, Tenor-Track steht da ja auch. Weiß ich nicht, ob da jetzt alle was mit anfangen können. Heißt im Prinzip, dass man einen Plan macht mit Nachwuchsforschern, wo man bestimmte Zielmarken sich setzt. Wenn die erfüllt werden, dann besteht da auch die Aussicht auf eine Professur. Das ist in Deutschland gerade so ein bisschen im Kommen, ist zum Beispiel in den USA ein ganz übliches Modell. In Deutschland muss man sich ja entweder habilitieren oder auf andere Art und Weise wird man dann zum Professor berufen. Aber es ist eine wesentliche unsichere Sache in Deutschland. Okay, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür, diesen Antrag anzunehmen? Grüne Karte. Wer dagegen ist? Die rote Karte. Ein kleines bisschen mehr Beteiligung fände ich sehr positiv. Ich würde angenommen mit 2 Gegenstimmen oder einer Gegenstimme. Dann unterbrechen wir jetzt für 10 Minuten damit bei. Okay, Jonas, leg los. Also wir haben nach dem BPT, waren wir mal, Volker und ich waren in Göttingen und da haben wir über das gemeinsame hessische Kommunalprogramm mit den Göttingen mal geredet und da sind wir über diesen einen Punkt gestolpert und wie sich herausgestellt hat, war das auch ganz gut, dass wir über diesen Punkt gestolpert haben, denn der Markus Dringer hat dann auch nochmal eingeworfen bei einem Antragsmumble, wenn wir da jetzt fordern, dass es standardkonform und datensparsam umgesetzt wird, dann haben wir ein Problem. Denn standardkonform hieße nach eben dieser EU-Richtlinie, die ist aber nicht so richtig toll datensparsam. Das heißt, wir sollten an der Stelle das standardkonform streichen und uns nur auf das mit dem Datenschutz beschränken. Denn ansonsten haben wir da einen Widerspruch drin. Und genau, vorne ist es das Signatursystem zum elektronischen Unterschreiben, EID, ist einfach nochmal umformuliert, um es den Laien nochmal etwas verständlicher zu machen, was da gemeint ist. Okay, Verständnisfragen oder, ach ja, stimmt, Meinungsbild. Erstmal das Meinungsbild, wer kann sich vorstellen zuzustimmen, grüne Karte, wer sich das nicht vorstellen kann, die rote Karte. Das Meinungsbild ist eindeutig positiv. Verständnisfragen oder Anmerkungen? Das ist eine Verständnisfrage bzw. eine Frage, was die Möglichkeiten sind, hier was zu tun. Und zwar ist im Sinne wir entwickeln ja auch Kommunalwahlkampfprogramm für Frankfurt, nochmal aufgekommen, ein Punkt, der auch das Kommunalwahlkampfprogramm betrifft. Und zwar ist das beim fahrscheinlosen ÖPNV der Begriff Semesterticket. Das ist ein ausdrücklicher Begriff, den die Grünen für dieses Thema geprägt haben, finde ich sehr unglücklich. Welche Möglichkeiten gibt es bei diesen Formulierungsverbesserungen, das hier noch mit einzuschleusen?
Das ist ja keine redaktionelle Änderung, das wäre eigentlich wahrscheinlich ein neuer Antrag. Aber es würde jetzt dazu passen. Es wäre ein Austausch eines Wortes. Wenn das kein redaktioneller Eingriff ist, dann kann diese Änderung nicht vorgenommen werden, es sei denn durch einen Dringlichkeitsantrag, der diesen Antrag dann ändert. Die Hürden für Dringlichkeitsanträge kennst du, glaube ich. Ja, ja, lass mal. Alles klar. Weitere Anmerkungen oder Fragen? Ich sehe es nicht. Dann Schlusswort. Schlusswort. Okay. Das Schlusswort beinhaltet noch, wo der Punkt einsortiert werden soll. Im hessischen Kommunalprogramm, ja, eben der Punkt unter dem Punkt digitale Revolution vor deiner Haustür. Da wird aber nur was geändert, nichts eingefügt. Okay, kommen wir zur Abstimmung. Wer für diesen Antrag ist, die grüne Karte. Wer dagegen ist, die rote Karte. Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Eine kleine Bitte an euch, wie Jürgen gerade schon freundlich gesagt hat. Wir haben ziemlich viele Anträge noch vor uns. Ihr wisst ziemlich genau, wann ihr in der Reihe seid mit Kartenheben. Das könnt ihr auch relativ zügig machen. Ihr braucht nicht insgesamt 10, 15 Sekunden, bis alle Arme mal oben sind bei den paar Leuten hier. Wow. So, dann, ja stimmt, mal ein neuer auf der Bühne. Ja, hallo zusammen. Halt, also, vorweg, wo möchtest du das dann einsortiert haben? Das ist dein Wahlprogramm. Okay. Wir haben ja schon so ein paar Sachen aus dem Wahlprogramm gehabt, die also zum Thema Energiewende, die Fredo ja letztens als Positionspapiere eingebracht hat, die jetzt Wahlprogramm wurden. Das ist jetzt eher so nochmal die Flughöhe Grundsätzliches zum Thema Energie. Viel mehr will ich da jetzt auch nicht zu sagen. Okay, Meinungsbild. Wer kann sich vorstellen, diesem Antrag zuzustimmen? Grüne Karte. Wer sich nicht vorstellen kann, rote Karte. Das Bild, Meinungsbild ist positiv. Anmerkungen, Fragen? Frage von Fredo? Nee. Fragen sind doch Anmerkungen von Fredo. die Sache ist die, wir haben ja auch einen Satz mal formuliert in den gemeinsamen Sitzungen, weil wir ja eigentlich mal Programmsitzungen hatten. Das ist dann durch Island gekippt worden. Das ist jetzt, ob es die Formulierung ist oder die alte, egal. Es ist nur so, Ziel sollte auch sein im Programm, auch im Wahlprogramm, dass wir Dinge nur eigentlich machen, wenn sie irgendwie von den Bundesforderungen abweichen, sie ergänzen, sie konkretisieren oder ihnen widersprechen. Und das sehe ich hier nicht. Mir wäre es egal, ob er drin ist oder nicht, aber dieses Ziel wäre damit jedenfalls nicht erfüllt. Weitere Anmerkungen oder Fragen? Dein Schlusswort? Ja, das war jetzt auch bewusst eher natürlich kurz gehalten, dass es halt so einen Einstieg nochmal gibt. Wenn man ein Wahlprogramm liest und dann halt da nur konkrete Forderungen drin hat, fehlt halt der Punkt. Und so wäre es halt jetzt mit drin. Es ist halt extra nicht lang, sondern halt zwei Sätze dazu, zum Thema, dass man den Einstieg hat und weiß, wofür die hessischen Beraten auch stehen. Okay, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wer diesem Antrag zustimmen kann, die grüne Karte, die rote Karte für dagegen. Mit einer Nein-Stimme angenommen. Wir kommen zum nächsten Antrag, das ist der PA 13. Das ist mal wieder Jonas. Also dieser Wo Antrag, möchtest du den Antrag einsortiert haben? Beim Thema Inneres und Recht, ganz am Ende. Okay, dann stell den vor. Also dieser Antrag ist ja so ein bisschen eine Schnapsidee. Also ich kann verstehen, wenn ihr das für nicht so sinnvoll haltet. Erläuterung, wir haben jetzt ja zum Beispiel den NSA-Untersuchungsausschuss im Bundestag, wo auch immer mal wieder Details geleakt werden, Dokumente geleakt werden. Und dann die Bundesregierung zum Beispiel da auch eine Strafanzeige gegen Unbekannt droht. Eigentlich wäre es natürlich viel schöner, wenn die Abgeordneten
in diesem Untersuchungsausschuss sagen könnten, ja, das muss ich jetzt gar nicht leaken, das veröffentlichen wir jetzt einfach so. Und das vollkommen legal. Das wäre eine, finde ich, schön elegante Lösung, um auch den Leuten im Untersuchungsausschuss mehr Macht zu geben. Man darf sich natürlich keine Illusionen machen. Es ist ja leider so, dass auch im NSA-Untersuchungsausschuss die Bundestagsabgeordneten nicht wirklich alle Akten bekommen und auch noch nicht mal die richtigen Akten. Also mir ist bewusst, dass das auch alles seine Grenzen hat. Aber ich denke, es wäre ein Fortschritt. Und es würde immerhin eben die Leute nicht dazu zwingen müssen, leider noch illegale Dinge zu tun und dann eben dem ausgesetzt zu sein, dass es da vielleicht irgendwelche Anzeigen gibt und dass die Arbeit des Untersuchungsausschusses noch weiter eingeschränkt wird. Okay, Meinungsbild. Wer kann sich vorstellen, dem Antrag zuzustellen? Jim, die grüne Karte, wenn nicht die rote Karte. Fürs Protokoll sehr geringe Beteiligung mit positivem Ausgang. Anmerkungen, Fragen, bitte bewegt euch zum Mikrofon. Ja, ich stelle mir gerade so einen Geheimdienst vor, der erfährt, dass das, was er da abliefert, veröffentlicht werden könnte. Würde das nicht eher dazu führen, dass die Geheimdienste noch mehr zurückhalten? Da sind wir wieder bei dem Problem. Geheimdienste und Esoterik. Wir wissen jetzt leider noch nicht mal, wie viel sie zurückhalten. Und leider muss man auch jetzt schon sehr pessimistisch sein. Und da gab es ja auch schon schöne Hinweise dazu, so einen schönen Zeitartikel zu dem Thema, sind das überhaupt echte Akten, die der Untersuchungsausschuss im Bundestag bekommt? Ich denke, man darf sich keine Illusionen machen bei dem NSA-Untersuchungsausschuss, allerdings vielleicht beim NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag. Da gab es quasi so ein bisschen eine Parallele und ich denke mal, dass es auf die Ebene drauf ankommt. Fredo hat eine Anmerkung. Ich stelle mir das pragmatisch jetzt vor. Geheim und streng geheim. Darüber sollen jetzt die Parlamentarier abstimmen, bis aufgehoben wird. Um das bewerten zu können, ob das wirklich für die Öffentlichkeit ist, müssen Sie es selber lesen können. Das können Sie teilweise aber jetzt eben nicht, wenn es diese zwei Dienstvermerke hat. Nehme ich mal an. Das heißt, man müsste ja da tatsächlich noch irgendeinen Zwischenschritt haben, dass ein Ältestengremium oder irgendjemand schon mal die Sachen lesen darf, dann sagt, worum es ungefähr geht, eine Einschätzung abgibt, dann die Sache für den Landtagsabgeordneten so weit freigegeben ist, dass sie selber überhaupt wissen, ist das jetzt eine Sache, die man wirklich freigeben sollte oder nicht. Da fehlen mir jetzt Zwischenschritte. Jetzt kannst du sagen, das ist Formalfu, das sollen sie sich dann überlegen. Aber in sich ist das noch nicht logisch. Ich kann nicht sagen, es soll freigegeben werden, wenn ich den Text gar nicht kenne. Also ja, für den Landtag hast du recht, für den Untersuchungsausschuss weniger, weil der Untersuchungsausschuss, da bekommen ja die Leute schon die Akten und können sie lesen. Ja, in der Tat, man müsste nochmal dran feilen. Man könnte es jetzt so machen, man könnte es jetzt beschließen und dann feilt man nachher dran oder man stellt es zurück und überarbeitet es dann nochmal. Ich glaube, also zumindest das für den Untersuchungsausschuss, das wäre jetzt auch schon unproblematisch. Von daher würde ich sagen, man kann es auch jetzt schon als Forderung haben und würde es dann nochmal an einer Stelle konkretisieren. Aber stimmt, ist ein richtiger Hinweis. Weitere Fragen, Anmerkungen? Das nicht. Dann habe ich jetzt eine Frage an dich. Das heißt, du willst den gesamten Antrag trotzdem so abstimmen oder nur den Bereich mit dem Untersuchungsausschuss? Es ist ja jetzt hier nicht getrennt. Deswegen es wäre schwierig, das jetzt irgendwie aufzudröseln. Also lass uns das komplett abstimmen und dann vielleicht noch überarbeiten. Okay, dann hast du das Schlusswort. Schlusswort. Kommen wir zur Abstimmung. Wer kann sich vorstellen, wer nimmt den Antrag an? Die grüne Karte. Wer dagegen ist? Die rote Karte. Mit einer Gegenstimme angenommen. Wir kommen zum nächsten Antrag. Das ist ein konkurrierender Antrag zum Themenbereich Bildung. Das ist einmal der Alternativantrag wird dann von Knut sein, das weiß ich schon. Und der andere ist Jonas. Okay, was wundere ich mich überhaupt oder was schaue ich überhaupt nach? Jonas, wo möchtest du das denn eingetragen haben, falls es angenommen werden sollte? Das bildet einen neuen Abschnitt im Wahlprogramm. Cool, wow. Dann leg mal los. Ja, da ist einiges quasi abgeschrieben aus dem, was so in den Programmworkshops entstanden ist zum Thema
Programm Reset zum Teil. Dann sind natürlich so Klassiker drin wie offene und freie Lehrmittel, Lern- und Lehrmittel, beides. Und der letzte Punkt, frühkindliche Bildung, den habe ich hier nochmal aufgenommen. Das ist zwar schon im Bundesgrundsatzprogramm, allerdings, wir können jetzt auch modular abstimmen und nehmen das nicht mit auf, allerdings ist ja Bildung bekanntlicherweise Landessache, deswegen macht es meiner Meinung nach Sinn, das durchaus auch nochmal im Landesprogramm aufzunehmen, weil ja die Kompetenzen nun mal so sind, wie sie sind. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, gehe ich dann nochmal einzeln drauf ein. Wir können es auch, wenn ihr wollt, gerne modular abstimmen. Sagt das einfach, wenn ihr wollt. Okay, ich sehe den Knut schon hektisch durch den Raum hetzen. Auch an dich die Standardfrage, wenn der Antrag angenommen werden sollte, vermute ich mal auch neuer Punkt Wahlprogramm oder wo möchtest du es einsortiert haben? Da, wo die anderen Anträge auch stehen, das heißt okay. Wahrscheinlich Wahlprogramm. Gut, dann. Ja. Als Alternativantrag schon. Alternativ. Es gibt einen Tab Alternativanträge. Ich hatte im Vorfeld, also beim letzten programmatischen Landesparteitag schon angemerkt, dass das etwas unübersichtlich ist. Änderungsanträge. Änderungsanträge, Entschuldigung, genau. Änderungsanträge. Es ist ein Änderungsantrag. Daher ist er in einem anderen Tab zu finden. Geklärt? Super. Also er ist richtig eingegangen. Okay, Knut, dann leg los. Die Intention ist es, Bildung im Programm so darzulegen, dass es auch klar ist, wofür Bildung steht, dass Bildung kein Selbstzweck ist und die Art und Weise, wie Bildung vermittelt wird. Das heißt, es geht hier darum, vom Kleinkind, dem hilfsbedürftigen Baby, ein Wesen zu formen am Ende, welches, ich sag mal, sich in der Gesellschaft zurechtfinden kann, weil es die Regeln kennt und gleichzeitig nach den Möglichkeiten, die bei ihm angelegt sind, sich möglichst weit entfalten kann. Dazu sehe ich vor allen Dingen auch die Persönlichkeitsbildung ganz wichtig an und natürlich auch Fachausbildung und Allgemeinwissen. Aber dieses sollte so vermittelt werden, dass es den Kindern Spaß macht. Und kindgerechtes Lernen heißt auch Spielen. Das heißt, es muss Platz für Spielen bleiben. Und was, wenn die Kinder älter werden, wichtig ist, dass sie selber erworbenes Wissen auch weitergeben können. Dass sie auch schon in der Schule mal die Möglichkeit haben, ich sag mal, die Sichtweise des Lehrenden kennenzulernen, um so auch das Wissen zu festigen, wenn das mit dem Spielen das Spielen, was ja auch gelerntes Wissen verfestigt, wenn die Kinder aus dem Alter draußen sind, dass sie sozusagen dann auch die Sicht des Lehrenden haben können. Ja, das steht eigentlich alles da drin, das habe ich jetzt aus dem Kopf rausgemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr diesem Antrag folgen könntet. Eine Sache noch auf Gregory bezogen. Trotzdem zum Ende. Auf Gregory bezogen. Dieser Antrag beinhaltet auch, dass höhere Bildungseinrichtungen nicht nur auf irgendwelche Zeugnisse gucken, die andere schon gehabt haben, sondern dass höhere Bildungseinrichtungen Aufnahmeprüfungen machen, die spezifisch sind und dass es sinnvoll ist, dass nicht irgendeiner an irgendeine Hochschule oder Schule geht und da gar nichts zu tun hat. Danke. Okay, dann kommen wir zum Meinungsbild. Es wäre schön, wenn irgendjemand in der Zwischenzeit Jonas für die Fragerunde wieder in den Raum holen könnte. Achso, ich habe dich nicht gesehen, sorry. So, wer könnte sich vorstellen, den Antrag von Jonas zuzustimmen? Wer könnte sich vorstellen, den Alternativantrag von...
Wer könnte, also nochmal den Antrag von Jonas. Den Antrag von Knut. Keinen von beiden Anträgen. Fürs Protokoll leichte Mehrheiten für den Antrag von Jonas, aber kaum sichtbar. Fragen, Anmerkungen, bitte jetzt. Also ich habe... Moment, welche? Okay. Knut, kommst du auch wieder hoch? Gerade jetzt wollte ich euch beide nebeneinander sehen, weil ich verstehe nicht, was die Alternative daran ist. Ich habe die mir beide durchgelesen. Ich sehe keinen Punkt, der widerspricht. In einigen ergänzen sie sich, in anderen sind sie nahezu gleich in ihrer Forderung. Warum schmeißt ihr nicht die Sachen zusammen und stellt ihn zusammen als Antrag? Das passt alles zueinander. Es ist auch sprachlich jetzt das eine weder länger noch kürzer, stringenter oder nicht stringenter. Es ist eh modular aufgebaut. Ihr müsstet vielleicht das zuordnen. Aber das passt alles zueinander. Habt ihr das mal gegenseitig durchgelesen oder mal miteinander besprochen? Also ich habe das jetzt auch nicht als Alternative verstanden, sondern auch, es war ja bei den Ergänzungen mit einsortiert, oder? Also habe ich das auch verstanden. Wir könnten auch beide annehmen, aber wir stellen sie gerade alternativ. Deswegen können wir nur einen annehmen. Ja, das sollten wir vorher klären. Also genau, also mein Verständnis war auch, also bei meinem geht es ja quasi mehr so um konkrete Punkte und der von Knut ist ja mehr das Allgemeinere. Und ja. Ja, wenn ein Stück seid, in die quasi, also Lernziele statt Lehrpläne ist zum Beispiel bei beiden gleich und andere Sachen auch. Also jetzt hängt es irgendwo am Jürgen oder so, aber ihr hättet den, glaube ich, zusammenschmeißen können. Egal, vielleicht kann man es ja jetzt noch heilen. Das Problem ist, wenn das ein Ergänzungsantrag ist und in dem Ergänzungsantrag steht dasselbe drin, was im Originalantrag steht, dann steht es zweimal da drin. Wenn sich Inhalte dann gleichen, dann sehe ich das als konkurrierend. Insofern, aber im Endeffekt ist es eine Sache der Antragsteller. Die Antragsteller müssen das da jetzt sagen, was sie da machen wollen. Ich gucke mal gerade, wie viele Leute sind wir? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ich vergesse es mal. Die sind genug, um einen Dringlichkeitsantrag zu stellen. Das als nur als Hinweis an die Antragsteller, selbstverständlich. Also, wie wollt ihr verfahren? Ihr seid die Antragsteller, das sind eure Anträge. Konkurrierend, also alternativ zurückziehen, um einen Dringlichkeitsantrag eben sowieso zu stellen, eure Sache. Also mein Antrag wäre eh modular und ich weiß jetzt nicht, wie das bei Dämmen ist, aber dann könnte man quasi die einzelnen Module zusammen. Tut mir leid, das geht nicht, der Antrag ist so nicht gestellt. Also meiner ist modular gestellt. Ja, gerne modular. Mein Fehler, ja, es steht drin, genau, richtig, es ist noch nicht ausgearbeitet, deswegen habe ich es übersehen. Wir können es modular machen, ja, vollkommen richtig. Alter. Also ich stelle mal folgende Frage, mal als Frage gestellt. Wäre es ein gangbarer Weg, dass ihr in der Mittagspause euch zusammensetzt, schaut, welche Module ihr jeweils zurückzieht, damit wir dann die Sache modular abstimmen können, aber nicht uns vorher immer überlegen müssen, taucht es bei dem anderen auf? Und dann machen wir es modular, aber dann nur noch die Module, die eingereicht werden von euch jeweils. Ja. Gut, die andere Alternative wäre, ihr zieht beide Anträge zurück, macht einen Dringlichkeitsantrag, der aus zwei Anträgen einen Antrag macht und wir stimmen nur über den einen Antrag an. Ich bin überzeugt, dass wir die Unterschriften zusammenkriegen würden. Aber der Vorschlag von Fredo ist doch eigentlich noch einfacher. Ja, da müssen wir halt nur jedes Modul einzeln abstimmen. Aber mir ist das egal. Also das ist ja eure Sache. Ich bin ja nur Versammlungsleiter und nicht Bestimmer hier, auch wenn ich mich manchmal anders aufführe. Ich würde vorschlagen, dass wir das vertagen. Wir konferieren in der Mittagspause und wenn wir wirklich was zusammenbringen, können wir, beide Möglichkeiten sind ja da, auch dann noch kurzfristig zurückzuziehen. Okay.
Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, den GO-Antrag auf Änderbarkeit des Antrages. Dann müsste kein Dringlichkeitsantrag gestellt werden. Er würde aber in dem Bereich Dringlichkeitsanträge dann behandelt werden. Das stimmt auch. Der Antrag muss von den Antragstellern gestellt werden. Das könntet ihr ebenfalls machen. Danke für den Hinweis, hatte ich tatsächlich vergessen. Stellen die Antragsteller den Antrag? Also ich würde den stellen, ja, das ist genau. Und dann ist es das die sinnvollste Variante. Du darfst nicken. Beide Antragsteller stellen den Antrag auf Änderung des Antrags. Ich bitte jetzt darüber abzustimmen. Wird dem zugestimmt, den Antrag ändern zu dürfen? Das ist einheitlich ja. Ihr dürft den Antrag ändern und er wird dann in Dringlichkeitsanträge behandelt. Soll ich hier noch weiter aufstehen? Dann kommen wir zum nächsten Antrag, PA 08. Intelligente Stromnetze. Dieser Antrag ist von, wer hätte es gedacht, Jonas. Achso, ich bin ja eigentlich gar nicht dran. Genau. Standardfrage. Standardfrage, wo möchtest du es denn einsortiert haben, wenn es angenommen wird? Ich würde es unter Netzpolitik und digitale Technologien im Wahlprogramm einsortieren. Okay, dann leg los. So, ja, Smart Grid, auch mittlerweile totales Thema, intelligente Stromnetze, der intelligente Stromzähler, die Regulierung, pipapo. Wird ja auch in anderen Ländern zum Beispiel schon stärker forciert, als es jetzt in Deutschland der Fall ist, zum Beispiel in Österreich, wo alle Leute einen intelligenten Stromzähler bekommen. Auch die, die sagen, sie wollen gar keinen intelligenten, bekommen einen, der hat dann irgendwie abgeschaltete Funktionen, die man auch wieder anschalten kann. Naja, alles nicht ganz so toll geregelt, deswegen hier der Vorschlag, intelligente Stromnetze ja, bringen große Vorteile, aber das Ganze datensparsam machen und das ist auch problemlos möglich. Man muss nicht auf Teufel komm raus das Haus mit einem intelligenten Stromnetz ausstatten. Es reicht auch schon für einen signifikanten Effekt der ganzen Verteilung. Und um das Stromnetz intelligent genug, sage ich jetzt mal, zu machen, wenn man zum Beispiel Straßenzüge oder Wohnblöcke anschließt und da innerhalb dieser Einheiten nicht noch stärker weiter unterteilt und das jetzt zum Beispiel personenbeziehbar macht. Also Privacy by Design ist möglich. Das wäre das Modell, was wir forcieren sollten und wo wir sagen sollten, das finden wir gut und es ist unnötig, außer Menschen möchten das für sich selber haben, dass jeder dann den intelligenten Stromzähler zu Hause hat. Fertig. Okay, Meinungsbild. Wer kann sich vorstellen, dem Antrag zuzustimmen? Die grüne Karte. Wer es sich nicht vorstellen kann, die rote Karte. Fürs Protokoll, das Ergebnis des Meinungsbildes ist durchwachsen. Ihr steht jetzt für mich etwas verwirrend. Bitte ganz deutlich Fragen von mir aus rechts. Okay, deine Frage. Ja, Jonas, erzeugt das mehr Kosten? Also alles nur für Verständnisfrage. Wie wirkt sich das auf die Kosten aus? Wird der Strom dann teurer oder? Christian hat recht, Strom, natürlich wird Strom teurer. Wo leben wir denn hier? Ja, also durch den Einsatz der Geräte. Der Hardware gewissermaßen. Meinst du jetzt im Vergleich dazu, ob man das jetzt so macht, wie ich das vorgestellt habe, oder so macht, wie man es zum Beispiel in Österreich gerade macht? Also, worauf ich hinaus will, dass der Strom, dass der teurer wird, ist mir auch klar. Aber ist die Meinung vorherrscht, dass der Einsatz der Geräte, das Prozedere, auch zu einer Verteuerung führt? Volkswirtschaftlich nein. Nein. Aber auch am Ende für die Verbraucher. Ja, also das, was Fredo sagt, dann auf unterschiedlichen Ebenen werden sich die Kosten unterschiedlich verteilen und ich denke mal, langfristig wird es einen Einsparwert geben. Okay, Fredo? Ja, also ich will jetzt eine Meinung. Ich werde gegen den Antrag stimmen. Selbes Argument wie gerade bei Moritz. Das ist nun wirklich wahr zu Wort gleich mit dem, was wir im Bundesprogramm haben. Es ist aber jetzt nicht ein einleitender Satz, der das Ganze schön lesbar macht, sondern es ist ein spezieller Punkt. Wir haben es praktisch wortgleich drin. Wir reden hier im Bundesprogramm, zum Schutz aller Marktteilnehmer müssen wir höchste Datenschutzstandards eingehalten werden.
Also da geht es auch vorher genau um Smart Grids. Du sagst Privacy by Design, das würde ich darunter subsumieren, auch wenn es ein konkreter Vorschlag ist. Das ist jetzt wirklich ein Fall Redundanz und das wollen wir nicht haben, wollten wir nicht haben, weiß ja nicht, was gerade aktuell der Wille ist, wollten wir mehrheitlich nicht haben, solche Sachen im Wahlprogramm. Deswegen würde ich empfehlen, den nicht anzunehmen. Okay, würde ich gerne ein Meinungsbild mal einholen. Wie seht ihr das denn insgesamt? Wäre das, ist diese explizite Forderung Privacy by Design so konkret, dass man sagt, das sollte nochmal ins Programm aufgenommen werden oder nein? Okay, Meinungsbild. Ich teile dem Antragsteller des Meinungsbildes mit, dass das klar negativ ist. Dann ziehe ich den Antrag zurück. Möchte jemand diesen Antrag übernehmen? Ich muss fragen, Entschuldigung. Sieht nicht so aus, dann kommen wir zum nächsten Antrag. Ha, Korb Christian. Juhu. Ja? Also das Meinungsbild war, wer hält diese, wer sagt, dass hier, weil da Privacy by Design gewählt wird, auch als Vorschlag, das für konkreter als das, was im Bundesprogramm steht. Ach so, überwiegend ganz negativ. Ja. Michael Passlack, bitte zur Bühne. Auch an dich vorweg die Frage, wo möchtest du es, wenn es angenommen werden sollte, einsortiert haben? Ja, Wahlprogramm und dann unter soziales und gesellschaftliche Teilhabe. Okay, dann legen Sie bitte los, junger Mann. Ja, es gibt eine ausgiebige Begründung, die ihr sicher alle gelesen habt. Warte ganz kurz, ich möchte das Plenum um ein kleines bisschen Ruhe bitten. Das funktionierte die letzten Minuten sehr gut, können wir beibehalten bis zur Pause. Da also, vorne, zweite Reihe, dich meine ich. Wie heißt es? Er hat es geschnallt. Bitte? Ja, das deutsche Sozialsystem ist unserer Meinung nach in einer eindeutigen Schieflage. Es muss gehandelt werden. Ich könnte jetzt die Beispiele Precare Jobs. 40% aller Arbeitsverhältnisse in Deutschland sind mittlerweile atypisch. Also sprich, es sind Werkverträge, Minijobs, Bürgerarbeit. Und der Mindestlohn wird auch unterlaufen durch verschiedene Tricksereien. Das Beispiel Rente. Das Rentensystem wird über kurz oder lang zusammenbrechen. Und Kinderarmut möchte ich doch hervorheben. Also nach der Definition der UNESCO sind 2,5 Millionen Kinder in Deutschland armutsgefährdet oder sind schon in der Armut. Das ist ein Anstieg von 48% in den letzten 10 Jahren. Es ist interessant, dass das so etwa die Laufzeitagenda 2010 ist. Ja, abgesehen davon, für die Piratenpartei ist interessant, dass verarmte Rentner und finanziell ausgeblutete Erwerbslose scheinbar die Testgruppen sind unter dem Motto, wie viel Sozialabbau, wie viel Einschränkung der Grundrechte und wie viel Überwachung lassen sich die Menschen eigentlich zumuten. Also der Akkusozialist ist der Meinung, so darf es nicht weitergehen. Wir fordern ein Grundeinkommen und das sollte in jedem Fall bedingungslos sein. Das steht auch dementsprechend im Antrag drin. Und dazu noch als Anmerkung, dass viele große Visionen aus der Vergangenheit am Anfang erschienen, dass sie nicht umsetzbar sind. Wir sind der Meinung, das ist durchaus umsetzbar. Nach der Meinung von auf ernstzunehmenden Volkswirtschaften schon jetzt. Ja, dann wäre zu sagen, so, weil ich unter Zeitdruck komme, viele. Deshalb die Bitte, lasst uns ein Zeichen setzen, ein Zeichen für eine Zukunft, in der wir leben können.
in der unsere Kinder nicht perspektivlos sind, wo unsere Enkel uns sorgen und vor allen Dingen Freiheit wachsen dürfen. Denn Armut bedeutet Unfreiheit. Und die Industriestaat Deutschland, der immer noch sehr reich ist, es ist unglaublich, was sich hier abspielt. Okay. Nochmal ganz kurz zu Fredo, der irritiert war, dass da nicht Wahlprogramm draufsteht. Wir hatten ja die Abstimmung vorhin erst und darum fragen wir jetzt jeden Antragsteller im Vorfeld, wo er es haben möchte. Das kann natürlich im Gegensatz zu dem stehen, was ursprünglich auf den Anträgen selbst formuliert ist. So, wir kommen zum Meinungsbild. Wer kann sich vorstellen, diesem Antrag zuzustimmen? Der zeigt bitte die grüne Karte. Wer kann sich nicht vorstellen, zeigt bitte die rote Karte. Fürs Protokoll stark positiv. So, bitte sortiert euch hier vorne deutlich für mich erkennbar ein, ob ihr eine Verständnisfrage habt. Verständnisfrage für Mikrofon auf dieser Seite. Anmerkungen auf dieser Seite. Okay, dann zuerst die Verständnisfrage, bitte. Oh, Moment. Ja, wir hatten es ja eben schon in der Pause davon. Dein Antrag steht in direktem Gegensatz zu dem, was wir im Bundesprogramm beschlossen haben, weil im Bundesprogramm steht, dass wir eine Enquete fordern. Ist das jetzt eine Verständnisfrage? Ja. Oder? Nee, das ist eine Verständnisfrage. Was soll dann gelten, das Bundesprogramm oder unseres? Da weiß ich jetzt wirklich nicht, wie das dann läuft in so einem Fall. Wenn wir etwas, was im direkten Gegensatz zum Bundesprogramm steht, beschließen, was gilt dann oder was soll ich den Leuten auf dem Infostand sagen? Wie läuft das überhaupt? Ich glaube, das kann ich beantworten. Ich hoffe zumindest, es sieht so aus, dass die Rheinland-Pfälzer gestern bei ihrem LPT-Teilanträge zum BGE beschlossen haben, im positiven Sinne, sogar mit Teststätten, Regionen. Und wie ihr vielleicht wisst, gibt es auch schon in Finnland, in Holland, in vielen anderen Ländern Testläufe. Das BGE läuft schon. Das weiß ich, aber das habe ich nicht gefragt. Ja, also es ist folgendes, das Rheinland-Pfalz... Ganz kurz zwischendurch, kannst du bitte vorher nochmal ganz genau nachschauen? Ich bin jetzt persönlich der Meinung, dass wir auf Bundesebene gar nicht mehr die Enquete fordern. Doch, ja. Und das ist der aktuelle Beschluss und wir haben gesagt, wir stellen es zur Abstimmung. Nein, es gab meiner Meinung nach, könnte das einer recherchieren, weil meiner Erinnerung nach gab es bereits einen ergänzenden BGE-Beschluss auf Bundesebene, aber ich habe es jetzt in Neumarkt, innerhalb dieses großen Komplexes. Ich kenne aber den Wortlaut nicht. Also bevor wir jetzt darüber diskutieren, ob das widerspricht, bitte eine genaue Recherche und solange gehen wir zu den Anmerkungen. Ja, darf ich noch einen Satz sagen? In Richtung Rainer, ich weiß mit Sicherheit, dass die AGBE dran ist, also ist ein Bestandteil des Sozialpiraten, denen passt es mit der Enquete-Kommission zu ändern. Guck nach und solange machen wir die Anmerkung. Wir haben, wie ihr sehen, das ist ja ein relativ kleiner Text. Wir haben jetzt relativ viele längere Anträge zum Wahlprogramm auch schon angenommen. Das war jetzt eher so ein Antrag, der eher vorne in unserem Grundsatzprogramm, wie wir es jetzt nennen wollten, rein sollte. Ja, da war auch gedacht. Bitte nicht unterbrechen, lass ihn aussprechen. Deswegen ist jetzt die Frage... Möchtest du das jetzt wirklich so im Wahlprogramm haben, weil wir ja, wie gesagt, auch also von der Länge her, das jetzt eigentlich nicht mehr zu den anderen Anträgen passt? Nein, das werden wir ändern. Also die Passagen 7.1, also die Nummerierung fliegt raus und wir werden das umschreiben, zumindest so, dass es Sinn ergibt. Und wenn das möglich ist, werden wir es auch aussehen. Wenn nicht bei diesem LPT, dann beim nächsten. Also das Sozialprogramm wird ausgebaut werden, also ein Wahlprogramm. Ja, ich wollte das gerade loben. Ich finde, das passt sehr gut zu den anderen Teilen vom Wahlprogramm, zumindest was die angenommenen oder überschriebenen Positionspapiere angeht. Unabhängig vom Inhalt wollte ich gerade das loben, denn für den Rest ist auch die Begründung immer gut. Und wer dann später Medien aufbereitet, darf sehr gerne auch immer aus der Begründung zitieren, wenn er längere Passagen braucht. Und das ist kurz und knapp, so würde ich mir das vorstellen, begrüße das. Und die andere im Übrigen, falls es dem Bundesprogramm widerspricht, das dürfen wir sehr wohl, dann haben die Hessen dazu eben eine dezidierte Meinung. Ich glaube aber auch nicht, das müsste man nochmal nachgucken. Aber selbst wenn das so wäre, dann wäre das so. Dann hätten wir in Hessen eine andere Forderung. Oder ich würde ja sagen, hier wäre es eine weitergehende. Dann wäre es halt keine Enquete, sondern wir sagen, wir Hessen, wir wissen schon besser. Und insofern sehe ich das gar nicht als problematisch.
Okay, ich habe es gerade nachgeschaut. Der Antrag in Neumarkt steht als geprüft, aber nicht abgestimmt. Das in der Kürze der Zeit, eine Minute. Ich habe einfach die Schlüsselworte eingegeben, bin im Antragsportal gelandet und im Antragsportal steht zu Neumarkt, keine offizielle Aussage der Piratenpartei, ist geprüft, aber ist nicht verhandelt worden. Kann auch sein, in Neumarkt war man dann am Schluss etwas kurz. Gut, aber muss jetzt jeder selber wissen, wie er das macht und ich muss mir dann was für die Infostände ausdenken, ob ich's, ja, wie ich das dann vertrete. Jetzt, um die Verwirrung ganz kurz zu klären, danach gehen wir gezielt auf diesen Antrag zurück. Protter war ja eine Antragskommission. Ich denke, du kannst die Verwirrung jetzt... Kurzer Hinweis für als ehemaliger der Versammlungsleitung auf diesem Bundesparteitag damals. Wenn da was im Wiki, im Antragsportal steht, ist nicht beschlossen. Das sind Antragsentwürfe. Gut, dann haben wir den Punkt jetzt, aber so wie Fredo das gerade gesagt hat. Da dieser Punkt vielleicht für einige wichtig sein würde, wir kommen gleich zu möglichen Fragen zurück, du brauchst nicht wegrennen, werden wir den auf jeden Fall noch vorher versucht haben zu klären, wenn er sich klären lässt, bevor wir zur Abstimmung kommen. Aber jetzt machen wir weiter mit Fragen. Genau, ich stelle jetzt quasi zwei Fragen. Eine Verständnisfrage. Der Text soll vermutlich dann nicht mit 7 und 7.1 ins Wahlprogramm kommen. Das wäre dann also wahrscheinlich eine redaktionelle Änderung. Und die inhaltliche Anmerkung, ich fände es toll, wenn dieser Text so, wie er jetzt ist, genau mit den Punkten im Grundsatzprogramm wäre oder halt im isländischen Programm und er im Wahlprogramm halt ausformuliert wäre mit der Begründung unten drunter. War das eine Frage? Ich habe mich von hier nach hier bewegt, also von Frage zur Anmerkung. Okay. Ich weiß. Ja, beeilen Sie sich. Ja, können wir nicht einfach versuchen, den Text, so wie er jetzt ist, in das andere Programm abzustimmen, ob er in das andere angenommen werden will? Bist du dafür oder dagegen? Ich bin absolut dafür, dass dieser Text ins oder dieser Antrag ins Grundsatzprogramm kommt. Es war aber ein Problem, dass es anfangs gab, wir haben es verständigt, weil ich zumindest für die Soziales erreichen wollte, dass der Antrag irgendwo bleibt. Das war ein Kompromiss. Es war von Anfang an unsere Absicht, diesen Antrag ins Programm zu bringen. Okay, und dann würde die auch wieder die Nummer stimmen. Man kann ihn ja vielleicht für beide abstimmen und gucken, was passiert. Also wir haben ja noch nicht festgelegt, dass es jetzt Wahlprogramm sein soll, oder doch? Nein, das können wir leider nicht, weil die Problematik, die er angesprochen hat, ist folgende. Wenn wir das ins Island-Programm genommen hätten, also ins Grundsatzprogramm genommen hätten wollen, dann wäre er konkurrierend gewesen zu dem Antrag 01b Modul 2 und hätte dann konkurrierend abgestimmt werden müssen. Das siehst du? Ja, ich weiß, Formalfu, Christian. Er hat zwar nichts gesagt, aber ich weiß, was er denkt. Ja, also wir können es leider nicht so machen, weil ansonsten hätten wir das konkurrierend abstimmen müssen. Das wäre sonst unfair gewesen gegenüber den anderen Antragstellern. Rainer, hast du die Info? Also wir haben uns jetzt gerade nochmal kurz geschlossen. Ich habe ins Protokoll geschaut und er auch. Er steht nicht in der Liste der beschlossenen Anträge. Es ist also, die Information scheint korrekt zu sein, nach dem, was ich jetzt in 3 Minuten hinkriege. Aber die Information konkretisiere, damit die Leute für ihre Abstimmung wissen, was also ist jetzt... Also ein früherer Antrag, ein weitergehender Antrag als das, was wir zum Thema Enquete-Kommission 2011 beschlossen haben, haben wir in Neumarkt 2013 nicht beschlossen. Wir hatten einen weitergehenden Antrag. Wenn ich das kurz machen darf, ja, Stand heute ist die Enquete-Kommission. Der Antrag ist der Stand heute. Danke, so hatte ich es in Erinnerung. Gut, dann bitte dein
Noch weitere Fragen, Anmerkungen? Nicht? Dann hast du das Schlusswort. Okay, also ich beziehe mich auf die Aussage von Fredo, dass wir in Hessen durchaus machen können, nicht was wir wollen, aber zumindest einen Trend vorgeben können, wenn wir es wollen. Und ich kann aus wirklich sicherer Quelle sagen, dass das neue Wahlprogramm in der Arbeit ist, dass aus der AGBGE bzw. Sozialpiraten neue Anträge ohne Enquete-Kommission kommen werden. Das stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. Ich könnte das auch noch durch Telefongespräche auf der Stelle verifizieren. Kann ich noch kurz was sagen, auch wenn er schon ein Statement hatte? Ich kann das nochmal konkretisieren mit dem Enquete. Forderung hier ist ja, wir wollen eine Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag. Wenn die Hessen was beschließen, dann ist das irrelevant. Geht ja gar nicht, ist kein Widerspruch. Sag das nochmal mit der Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag. Das ist der Punkt. Ja, es handelt sich um die Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag. Der ist nicht, soweit ich weiß, in Hessen beheimatet. Insofern können wir es, wie Fredo schon angeregt hat, durchaus in Hessen beschließen. Okay, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Jetzt muss ich erstmal kurz gucken, damit ich überhaupt bei der ganzen Empörung. Nein, es ist nur ein Antrag. Also, wer sich vorstellen kann, wer diesem Antrag zustimmen möchte, bitte die grüne Karte. Wer ihn ablehnen möchte, bitte die rote Karte. Dann ist dieser Antrag mit 2 Gegenstimmen angenommen. Da hinten in der Ecke das Essen angeliefert wurde, machen wir jetzt eine Pause. Da wir noch ziemlich viel zu tun haben und ich jetzt einfach mal vermute, dass alle bestellt haben und heute keiner einkaufen geht, sage ich für 30 Minuten. Wir machen also um 13.06 Uhr weiter. Okay, wir machen dann gut, dann machen wir weiter und der nächste Antrag ist der Michael Passack, da ich dich gerade sehe, hast du die redaktionellen Änderungen noch? Okay, gut, also an die Versammlung, wir müssen an dem Antrag noch redaktionelle Änderungen vornehmen, das machen wir im Anschluss. Wir machen weiter mit PR 10. Okay, also PR 10 jetzt, wieder vorweg die Frage. Wo möchtest du es eingeordnet haben, falls es angenommen werden sollte? Das kommt auch in den Teil Inneres und Recht hinter den, also wir haben ja schon Aussagen bezüglich der Polizei getroffen in diesem Positionspapier, was jetzt eben diesen Teil des Wahlprogramms bildet und da passt das thematisch gut rein. Gut, dann stell deinen Antrag mal vor. Also, wer von euch hat Minority Report gesehen, den Film? Ganz schön wenig, Mensch. Der kam im Fernsehen. Ich habe den auch im Fernsehen gesehen. Vor Jahren. Ja, Minority Report. Gar nicht mehr so unrealistisch, ne? Sollten wir uns als Piraten doch mal zu äußern. Predictive Policing. Ich halte es für keine gute Idee. Ich denke auch, dass das wahrscheinlich Piratenkonsens ist, dass das keine so ganz tolle Idee ist. Auf Basis von Algorithmen oder rein auf Basis von Algorithmen dann in Zukunft auf Verbrecherjagd zu gehen und Leuten zu unterstellen, die werden gleich was tun, dann beobachte ich die doch mal ganz, ganz genau, weil der Computer hat mir das gesagt. Es mag auch sicherlich die eine oder andere sinnvolle Anwendung davon geben, aber sicherlich nicht flächendeckend. Die Sache ist allerdings, ich denke, dass das kommen kann. Bayern probiert da gerade schon rum, dann wird Hessen sicherlich folgen. Okay, dann kommen wir wieder zum Meinungsbild. Wer sich vorstellen kann, diesen Antrag anzunehmen, hebe bitte die grüne Karte. Wer es sich nicht vorstellen kann, hebe bitte die rote Karte. Ja, mache ich gleich.
So, noch einmal ganz kurz, ich war gerade abgelenkt, einmal kurz das Meinungsbild. Fürs Protokoll, durchwachsen mit sehr stark positiven Tendenzen. Gerade eben ist uns aufgefallen, dass der Antrag nicht vollständig hier dargestellt ist. Das werde ich jetzt gleich noch demnächst ändern, aber ich denke mal, ihr seid alle so perfekt vorbereitet, dass ihr das im Wiki vorher gelesen habt und dass es kein Problem für euch darstellt. Und aus diesem Grunde bitte ich, wegen Fragen und Anmerkungen nach vorne zu kommen und wie üblich Fragen rechts von mir aus, Anmerkungen links von mir aus. Hallo Christian. Bitteschön. Ich finde den Antrag prinzipiell gut, habe aber ein Problem damit, dass das meiner Meinung nach Predictive Policing nicht verstanden ist. Weil da geht es ja nicht darum, einzelne Personen als Straftäter herauszustellen, wie es beim Minority Report ist, sondern Tendenzen abzuleiten, wie in der Vergangenheit hat sich gezeigt, in einem Gebiet wird sechsmal eingebrochen, da ist jetzt dreimal eingebrochen worden, also ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass noch dreimal eingebrochen wird, also schicken wir da mehr Streifen vorbei. Das heißt, es geht nicht darum, einzelne Personen zu brandmarken nach dem Motto, du hast schon dreimal eingebrochen, du wirst noch ein viertes Mal einbrechen, sondern halt eben in den bestehenden Fakten oder den bestehenden Einbrüchen oder Straftaten Muster zu erkennen. Insofern finde ich, wir sollten es bei dem Thema nicht so einfach machen und sagen, hier, wir sind dagegen, sondern halt eben wirklich technisch beleuchten. Weitere Fragen, Anmerkungen? Sieht nicht so aus. Dein Schlusswort? Also das, was du ja geschildert hast, wird ja auch gemacht, was aber auch gemacht wird in den USA teilweise, ist zum Beispiel ganz gezielt in Gebiete zu fahren, und dort Leute gezielt zu durchsuchen, von denen man dann annimmt, okay, sie halten sich gerade an diesem Ort auf, sie sind von ihrem Aussehen zugehörig zu einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe und dann wird halt an der Stelle gleich ein Verdacht vorgenommen und dann sie zum Beispiel durchsucht. Da werden dann zum Beispiel auch Straftaten durchaus aufgedeckt. Aber so Straftaten, die wir wahrscheinlich selber nicht so toll finden, wie oder die wir ein bisschen seltsam finden, wie dann Besitz von, weiß ich nicht, Marihuana und so. Also man schafft da durchaus ja auch, man sucht sich ja auch gezielt Individuen raus, denen man halt einen Verdacht unterstellt. Ich sage ganz bewusst unterstellt, weil es ist halt nicht klar, inwiefern das wirklich so ist. Also es gibt beides. Es gibt einmal dieses gebietsbezogene, verbrechensbezogene, aber auch dieses, ich picke mir Personen heraus, die in einem bestimmten Gebiet sind, die einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe zugehören. Also die Bandbreite an Möglichkeiten ist ja sehr groß. Okay, da ich gerade ein bisschen zu schnell war, darf Fredo noch Frage oder Anmerkung? Ich weiß nicht, was... Grundsätzlich sind Algorithmen nichts Böses. Man kann sie nutzen, man kann es sein lassen. Hier steht, wir sehen darin eine unzulässige. Das heißt, so müssen wir das zurzeit bewerten. Und das ist auch genau mein Hauptkritikpunkt. Diese Verfahren sind natürlich wieder intransparent. Zumindest vermute ich das im Moment. Wenn es nämlich darauf rausläuft, und dann ist ein Algorithmus immer so schlau oder auch so politisch dumm, wie der Programmierer, der ihn erstellt. Wenn es darauf hinausläuft, nach Kriterien zu gehen, zum Beispiel Hautfarbe, ethnischer Hintergrund und so weiter, dann kann man das anprangern. Wenn man sagt, dieser Baumarkt scheint prädestiniert, dass der jede Woche eingebrochen wird, sehe ich darin erstmal kein Problem. Insofern würde ich genau diese Formulierung erstmal annehmen, aber auch da die Empfehlung, sich mal mit entsprechenden Leuten zu treffen, ob es da Angebote gibt oder nicht, und dann später vielleicht zu präzisieren, wir sind hier für eine Transparenz, man muss genau hinschauen. Im Moment, nach dem, was so öffentlich zugänglich ist an Quellen, scheint es mir zu sein, dass diese Formulierung korrekt ist. Und unter diesem Gesichtspunkt oder aus dieser Perspektive würde ich den annehmen. Okay, da das jetzt gerade nach dem Schlusswort nochmal eingeschoben war, machen wir direkt mit der Abstimmung weiter. Wer ist dafür, diesen Antrag anzunehmen, hebt bitte die grüne Karte. Wer dagegen ist, hebt bitte die rote Karte. Okay, damit ist der Antrag PA 10 angenommen. Und wir kommen zum Antrag PA 09. Kurze Zwischenfrage noch, wie machen wir das mit dem Bildungsantrag? Ja. Mit dem Bildungsantrag von Knut und mir. Also. Der wird behandelt und
Ah ja, ja, Unterdringlichkeitsanträge. Ja, ja, ja. Okay, aber ich erinnere mich. Ist, ja, ja, ist noch nicht eingetroffen, ist noch nicht fertig, behandeln wir sobald sie da ist. Das heißt, die Tagesordnung. Jo. PA 09, große Überraschung. Jonas, wo möchtest du es eingeordnet haben? Im Prinzip an den Stellen, wo jetzt diese Positionspapiere Teil des Wahlprogramms wurden. Mhm. Genau. Okay, dann stell deinen Antrag vor. Also ein extra Antrag für Christian Hufgart. Nein, Quatsch. In den alten Positionspapieren war noch die Rede von Open Source Software. Und ganz richtigerweise wird das jetzt ersetzt durch freie Software. Und was auch der Lothar angemerkt hatte, bei, wenn du mal runterscrollst, noch mehr. Genau, hatte Lothar beim letzten LPT auch ganz richtig angemerkt, Störerhaftung natürlich nicht nur für WLAN relevant, sondern auch für Weiteres. Das wird hier entsprechend erweitert. Ja, also neue Formulierung ist, wir Piraten lehnen die Störerhaftung für Telekommunikationsdienstanbieter ab. Genau, verantwortlich kann hier immer nur der Nutzer selbst sein und nicht der Anbieter. Vorher stand da halt nur bezogen auf WLAN. Ja, das sind die beiden Änderungen. Okay, dann kommen wir wieder zum Meinungsbild. Wer kann sich vorstellen, diesem Antrag zuzustimmen? Hebt bitte die grüne Karte. Wer sich nichts vorstellen kann, die rote, wissen wir ja. Okay, fürs Protokoll, Meinungsbild positiv. Fragen, Anmerkungen? Wir. Bitte, kleine Bitte, ihr kennt die Reihenfolge, ihr wisst, wann Fragen, Anmerkungen an der Reihe sind. Und wenn ihr zeitverzögert losgeht, damit sowas wie gerade in Benfredo nicht nochmal passiert, deutliche Zeichen machen oder am besten zeitnah losgehen. So, Christian, du hast das Wort. Beim zweiten Modul finde ich die alte Formulierung schöner, dass halt eben von WLAN-Anbietern die Rede ist, nicht explizit von Telekommunikationsdienstanbietern. Das hat zwar den Charme, dass damit auch Zugänge über Kabel gemeint wären, aber man muss halt eben dann ein Telekommunikationsdienstanbieter sein und da ist halt WLAN-Anbieter als ein etwas freierer Begriff, weil ich denke, Telekommunikationsdienstanbieter ist man dann, wenn man bei der Bundesnetzagentur registriert ist. Das ist halt eben schon eine etwas hohe Hürde, finde ich. Nee, das wäre ja, wenn man Provider ist. Also das ist, dieser Begriff haut mich jetzt ein bisschen nicht. Aber wenn ich mich recht entsinne, steht der auch so im Telekommunikationsgesetz. Also, du bietest ja in dem Moment, wo du einen WLAN anbietest oder einen VPN oder so weiter, einen Telekommunikationsdienst an. Und wenn du den anbietest, bist du ein Anbieter. Dafür musst du ja nicht jetzt ein Provider-Privileg haben. Also ich glaube, das ist halt eine begriffliche Frage. Bin überzeugt. Okay. Weitere Fragen, Anmerkungen? Also korrigiert mich bitte, wenn ich jetzt hier was Falsches sage, ne? Gut, das sieht nicht so aus. Dann Schlusswort. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Antrag zustimmt, hebt die grüne Karte. Wer ihn ablehnt, bitte die rote. Mit 2 Gegenstimmen angenommen. So, was kommt als nächstes? Moment, bin mal noch nicht ganz. Jetzt. Standardfrage, Jonas. Also der kommt auch bei Inneres und Recht mit rein, auch in diesem Block, wo es um Polizei geht, ganz am Ende. Okay, dann stell deinen Antrag vor. Genau, Bodycams ist ja, sind ja Kameras, die Polizisten im Einsatz bei sich tragen, bei denen sie Einsätze filmen. Das wurde auch in Frankfurt schon ausgeprobt, unter anderem in Sachsenhausen. Und natürlich war das Innenministerium ganz begeistert, hat auch eine schöne Statistik dazu gemacht, okay, wie war das mit den Einsätzen, wie war dann entsprechend auch Gewalt bei den Einsätzen, wo Kameras eingesetzt wurden und bei welchen nicht und so weiter. Hat das natürlich sehr positiv auch verkauft,
Ich würde an der Stelle auch sogar mal der Statistik vertrauen, dass das stimmt, dass da wirklich weniger Gewalttaten und so weiter passiert sind. Allerdings gab es doch auch erhebliche Kritik, zum Beispiel von Seiten des hessischen Datenschutzbeauftragten bezüglich, wie wird das Ganze gekennzeichnet und so weiter, wie ist da die Wahrung der Persönlichkeitsrechte. Ich persönlich halte überhaupt nichts von diesem Ansatz. Es ist halt mehr eine Symptombekämpfung, dass da anscheinend ja, dieses Konfliktpotenzial da vorhanden ist vor Ort, aber weniger wirklich eine Problemlösung. Und in der Form so eine Symptombekämpfung, die ich nicht für sinnvoll halte. Okay, Meinungsbild. Wer könnte dem Antrag zustimmen? Bitte die grüne Karte. Wer ihn ablehnen würde, bitte die rote Karte. Okay, das Meinungsbild tendiert eher zum Negativen. Fragen, Anmerkungen? Ich würde diesen Antrag ablehnen, aus dem Grund, weil ich die Bodycams, es ist die Frage, wofür man sie einsetzt. Wenn man die Bodycams einsetzt, um Polizeieinsätze zu dokumentieren, Stichwort Polizeigewalt, halte ich die Kameras für durchaus sinnvoll. Für einen pauschalen Einsatz gebe ich dir recht. Es ist ja neben den Dokumentationsgruppen der Polizei gerade Aufgabe der Bodycams, erklärte Aufgabe, können wir natürlich drüber sprechen, ob das der Fall ist, eben genau das Handeln eines Einzelnen zu dokumentieren, eines einzelnen Polizisten, also eine Überprüfungsfunktion. Deswegen lehne ich nicht die Bodycams ab und sage auch nicht, das ist schon wieder irgendein Überwachungstool, das kann ja auch sinnvolle Dinge geben, sondern den Umgang damit. Und wenn plötzlich auffallen würde, besonders häufig fallen diese Geräte aus, wenn es gerade wohl gegen den Polizisten aussieht. Da ist eine Frage der Überwachung, der Transparenz, aber es ist nicht das Tool an sich, was ich ablehne. Insofern würde ich den Antrag nicht annehmen. Wir fordern, die Überwachung des öffentlichen Raumes herunterzufahren durch automatisierte Kamera und mehr Polizisten einzusetzen. Dann muss das Handeln dieser Polizisten auch transparent nachvollziehbar sein. Und übrigens nicht nur für die Leute, die vielleicht Polizei ausgesetzt sind, sondern jetzt auch mal tatsächlich eine Lanze brechen für Polizisten auch, die vielleicht auch mal zu Unrecht beschuldigt werden, das gibt's auch. Insofern finde ich das Tool an sich nicht schlecht. Natürlich kann es gut sein, dass es auch mal wieder missbraucht wird in die andere Richtung, da muss man genau hinschauen. Deswegen würde ich den Antrag so ablehnen. Ja, ich bin noch unentschlossen. Also ich kann weder Ja noch Nein sagen, weil, ja, wie soll ich sagen, es gibt in einigen Bundesstaaten der USA solche Kameras serienmäßig, zum Beispiel bei Polizeiautos. Und die haben auch schon dabei geholfen, korrupte Polizisten zu überführen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das überhaupt geplant ist. Also sprich, ob der die Kamera, ob der jetzt einen Ausfall haben kann, wenn der jetzt selber Blödsinn macht oder nicht. Oder ob das eher auch ein Instrument sein kann, um den Polizisten zu überwachen. Dann wäre ich sehr dafür. Von daher bin ich sehr gespalten. Ich hätte da gerne Klärung. Wie ist es gemeint? Ja. Also der Antrag wäre jetzt in der Tat sehr weitgehend. Ich merke jetzt auch gerade an der Stelle, okay, also ich würde es jetzt zurückziehen, beim nächsten Mal nochmal bearbeiten, dass wir dort nochmal ein bisschen detaillierter darauf eingehen, okay, zu welchem Einsatz und so weiter ja und zu welchem nein. Aber das Thema, damit das Thema schon mal angesprochen ist. Okay, das heißt, du ziehst den Antrag zurück? Ja. Übernimmt jemand den Antrag? Gut, dann kommen wir zum nächsten Antrag. Moment. Gehe ich jetzt per se von aus, dass es Moritz ist, aber ich muss ihn ja trotzdem einmal öffnen. Der Antrag ist zurückgenommen und ich hatte ihn keiner übernommen. Moment, der Elfer ist zurückgenommen und es hat ihn zurückgezogen, es hat ihn keiner übernommen. Und jetzt sind wir beim PA 15 und Jonas ist dann gleich an der Reihe, wenn der Protokollant soweit ist, dass er in Ruhe weiterschreiben kann.
Das ist, der jetzt dran ist, bist soweit. Okay, gut. Also ich würde den Antrag aber zurückziehen, weil ich gemerkt habe, dass also jetzt auch im Laufe des LPT, da müssen wir nochmal drüber. Also das. Ja. Okay, er zieht seinen Antrag zurück. Übernimmt jemand Anstrengungen für Inklusion weiter ausführen, den PR 15? Das sieht nicht so aus. Also ist der PA 15 hiermit zurückgenommen? PA 16, Antragsteller Moritz. Moritz, komm schon mal langsam nach vorne. Ja. Auch schnell. Warte kurz, bis Schnappi soweit ist, damit er... Ja. Okay, Standardfrage vorweg. Wo möchtest du das einsortiert haben? Naja, das ist ja keine Einsortierung, sondern eine Änderung des bestehenden Programms in verschiedene Bausteine. Das war jetzt erst anders gedacht. Wir können jetzt gerne darüber abstimmen. Das, was wir jetzt als Grundsatzprogramm benennen, können wir jetzt einfach, haben wir jetzt die Möglichkeit, das als Selbstverständnis zu deklarieren. Wir haben die Möglichkeit, das, was wir jetzt momentan als Wahlprogramm haben, als Forderungskatalog zu deklarieren, damit ein bisschen klarer wird, dass das vielleicht nicht nur kurzfristige Ziele sind, sondern auch langfristige Ziele, die nicht nur für die nächste Wahl gelten. Und der Modul 3 hat sich, glaube ich, jetzt sowieso erledigt. Von daher würde ich auch darum bitten, das Modul abzustimmen. Okay, dann kommen wir jetzt zum Meinungsbild. Das mache ich jetzt modular, weil der Antragsteller um eine modulare Abstimmung gebeten hat. Wer könnte sich vorstellen, das Modul 1 anzunehmen, hebt die grüne Karte. Wer sich nicht vorstellen kann, hebt bitte die rote Karte. Okay, durchwachsen mit fast keiner Beteiligung. Gleiche Frage fürs Modul 2. Wer könnte sich vorstellen, das Modul 2 anzunehmen? Hebt bitte die grüne Karte. Wer es sich nicht vorstellen kann, hebt bitte die rote Karte. Das Meinungsbild sieht negativ aus. Und Modul 3. Wer es sich vorstellen kann, das anzunehmen, wieder die grüne. Wer es sich nicht vorstellen kann, bitte die rote. Das ist eindeutig negativ, das Meinungsbild. Dann kommen wir jetzt wieder zu Fragen, Anmerkungen. Fall sieht so aus, dass keine vorhanden sind. Falls doch noch, bitte kurzfristiges Zeichen. Dann nicht. Dann bekommst du dein Schlusswort. Danke. Okay, das ist auch mal ein schönes. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wer Modul 1 zustimmen möchte, hebt die grüne Karte. Wer es ablehnen möchte, hebt die rote Karte. Das Modul 1 ist angenommen. Wer Modul 2 annehmen möchte, hebt bitte die grüne Karte. Wer es ablehnen möchte, hebt bitte die rote Karte. Das ist abgelehnt. Und Modul 3, wer Modul 3 annehmen möchte, der hebt bitte die grüne Karte und wer es ablehnen möchte, hebt bitte die rote Karte. Das ist auch abgelehnt. Dann kommt jetzt, dann übergebe ich mich noch nicht, aber ich übergebe das Mikrofon an den Hauptversammlungsleiter. Okay, das heißt, PA 16 mit Modul 1 angenommen. Ja, dann haben wir einen abgelehnt. Das da ist jetzt ergänzend, das heißt, ich bin verständlich. So. Jetzt kommen die redaktionellen Änderungen.
Und weil mir ja gerne vorgeworfen wäre, wird, und das teilweise zu Recht, ich würde gerne dozieren, mache ich das jetzt auch. Ich kann dozieren. Die erste redaktionelle Änderung ist das Entfernen der Nummern. Gut, ich glaube, das ist einfach. Die zweite redaktionelle Änderung ist das Ersetzen des Wortes Piraten durch das Wort Wir im Punkt 7.2 da. Dementsprechend sprachlich richtig ersetzt sich das Wort sich durch uns. Dasselbe machen wir im Punkt 7.3. Aus Piraten wird wir und aus sich wird uns. Das Ganze wird ohne Absätze gemacht in einem Fließtext. Kann dieser Änderung jeder nachvollziehen? Weil der Fließtext damit anfängt, ich lese ihn gerade vor, Piraten setzen sich für eine Gesellschaft ein, in der alle Menschen am sozialen, politischen und kulturellen Leben teilhaben können. Wir wenden uns gegen soziale Benachteiligung, soziale Diskriminierung und soziale Ausgrenzung jeder Art. Wir setzen uns für Lösungen ein, die eine sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe individuell und bedingungslos garantieren. Der Erhalt der Menschenwürde, der Grundrechte und des Datenschutzes müssen auch im sozialen Bereich umfassend gewährleistet sein. Okay, verstanden? Dies sind die eingereichten Änderungen. Könnte man dann bei 1 auch noch wir Piraten sitzen uns, weil sonst hast du es einmal uns und einmal sich. Das darfst du nicht mich fragen, das musst du den Antragsteller fragen. Aber er würde ganz gerne wohl beginnen mit Piraten setzen sich. Wenn wir es, wir besprechen das gleich. Ja, Michael, die Forderung aus der Versammlung ist, dass auch im ersten Fall das Piraten setzen sich ersetzt wird durch wir setzen uns. Ah, wir Piraten setzen uns. Ja, ich kann es nicht für dich bestimmen, deswegen musst du ein bisschen rennen. Okay, der Antragsteller ist damit einverstanden, das heißt, es kommt eine zusätzliche redaktionelle Änderung dazu. Im Teil 7.1 heißt es dann zukünftig wir Piraten setzen uns für eine Gesellschaft ein. Der Rest wie gehabt. Haben alle verstanden, was die redaktionellen Änderungen sind? Dann stimmen wir jetzt über die redaktionellen Änderungen ab. Wer stimmt für diesen Antrag? Wer stimmt dagegen? Der Antrag ist angenommen. Ja, gut. Okay. Und damit sind wir am Ende des Programmpunktes Programmänderung.